Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Wir kämen jetzt zur Einwohnerfragestunde. So, meine Damen und Herren, wir werden jetzt in der... So, ich muss erstmal wieder ein bisschen Glocken schlagen. Ist alles sehr aufregend heute. Wir haben jetzt auf der... Frau Zimmer hat zurückgezogen. Auf der Rednerliste ist jetzt Herr Giedlich. Bitte schön, Herr Giedlich. Wir waren bei der Stadtentwicklung, wir waren bei Südost, Verkehrskonzeption und so weiter. Ja, Timo Giedlich, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, ich muss gerade auch erstmal wieder reinfinden in die Thematik. Ja, ich glaube, mein Kollege Olaf Meister hat fast alles Wichtige schon gesagt soweit. Ich möchte ihm zustimmen in allen Teilen, die er da aufgeführt hat. Ich denke, wichtig ist bei dem Beschluss, den wir jetzt erfassen, bei dem Änderungsantrag, der gestellt worden ist vom STBV, dem ich unter anderem dem ich nicht zugestimmt habe. Der Ausschuss war da relativ einig, ich habe dagegen gestimmt, dass wir, wenn wir das beschließen, diese sogenannten Erschließungsstraßen, die aber eigentlich eine Entlastungsstraße bedeuten oder eine sogenannte Entlastungsstraße. Interessant war es eben, als Herr Meister gesprochen hat, dass auch keiner von Ihnen widersprochen hat, als er gesagt hat, Entlastungsstraße, da keiner mal reingerufen hat, nee, das ist nur eine Erschließungsstraße. Nämlich das ist das, was Sie eigentlich wollen. Sie wollen eine Entlastungsstraße, in Anführungsstrichen Entlastungsstraße, wie gesagt, eigentlich ist es eine Belastungsstraße, weil es andere Stadtteile mit Verkehrslärm zusätzlich belastet. An Buckau und an anderen Stadtteilen, in Salbke und so weiter, vorbei. Das ist das, was Sie eigentlich haben wollen. Und dann nennen Sie es halt Entlastungsstraße, nicht die Entlastungsstraße, nennen Sie es halt Erschließungsstraße und bauen das in kleinen Teilen sozusagen immer weiter, bis auf einmal diese sogenannte Entlastungsstraße dann doch da ist. Huch, jetzt ist sie ja doch da, jetzt haben wir alle Teile gebaut. Sowas nennt sich dann, denke ich mal, Salamitaktik und dem werden wir hier an dieser Stelle nicht zustimmen. Mehr Straßen bedeuten auch mehr Verkehr und mehr Straßen, wenn man es denn, mehr Straßen bedeuten auch, dass noch mehr Autos in Richtung Innenstadt viel einfacher fahren können. Und was haben wir dann in der Innenstadt? Mehr Lärm und mehr Abgase. Und ich glaube, das sollten wir den Menschen auch in der Innenstadt nicht zumuten. Wir sollten auf der einen Seite die Möglichkeiten, in die Stadt zu fahren mit dem motorisierten Individualverkehr einschränken, es unattraktiv zu machen, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, sondern auf der anderen Seite sollten wir nämlich auch noch dazu beitragen, dass unser ÖPNV attraktiver wird. Den Baustein bedienen wir, glaube ich, schon ganz gut mit der MVB. Gibt es sicherlich noch viele Kritikpunkte und auch viel zu verbessern bei der MVB, aber wir sollten es den Menschen nicht noch einfacher machen, in die Innenstadt zu fahren und die Verkehre nicht noch weiter verteilen und nicht andere Stadtteile weiterhin mit Verkehr belasten. Und deswegen werden wir hier auch an dieser Stelle diesen Änderungsantrag ablehnen und dem Antrag des OB folgen, wenn er nicht geändert wird. Danke. Herr Goyer, bitte. Ist ja schon so viel gesagt worden, kleine Anmerkungen und was bewegt uns bei dieser Drucksache im Bahnhof und Sohlen. Ich möchte bitten, oder vielleicht, es wurde ja heute von einer historischen Bedeutung gesprochen, einige Beschlüsse. Ich hoffe, dass dieser Beschluss heute, Verkehrsplanung, wirklich hier im Stadtrat darüber befunden wird und dass der endlich mal zum Abschluss findet. Sonst stehe ich immer wieder hier ans Mikrofon. Richtig wäre, den Grundsatz zu beschließen und dann die notwendigen Änderungen, wie jetzt wir als Bahnhof und so immer, dass wir die Gelegenheit haben, uns dann noch damit einzubringen. Die Frage wäre, wenn man diesen Beschluss liest, diese Drucksache, die habe ich schon mal gestellt, da werden alle erwähnt, Verkehrskonzeption, Süd, Südost, Leipziger Straße, Hopfengarte, Salb, Gewest, Drüsen, kennt ihr alles, liegt euch ja vor. Warum eigentlich nicht Beiner von Sohlen dabei? Das wird im Ortschaftsrat, wir hören noch, ihr wisst noch dazu. Richten wir, oder mal andersrum, sag ich mal, wir richten unseren Blick, das ist der Ortschaftsrat, unseren Blick jetzt in Richtung Südost und darum ist auch diese Sache für uns so wichtig. Guckt man von Sohlen aus, wir haben nicht die Sohlener Berge dazwischen, würde man direkt zur Welsleber Straße gucken können. Was wir brauchen ist also, das haben wir auch schon öfters formuliert, wäre, dass wir eine bessere Nahverbindung
zu Südost bekommen. Das wäre eine wichtige Sache, die müsste auch mit drinstehen. Die andere Sache würde ja die Frage stehen, warum richten wir unseren Blick nun nach Südost? Nicht, dass wir da nur hingucken können von den Solner Bergen. Wir richten, das wäre die Zukunft für uns, nicht Reform oder Hopfengarten. Wir haben immer noch Befürchtungen, und die spreche ich nicht bloß aus, das ist die Sache mit dem Flugplatz. Dass immer noch in den Sternen steht, was wird mit dem Flugplatz, braucht heute keine Antwort geben, was wird mit dem Flugplatz, sollte das wirklich mit dieser Erweiterung mal passieren, sind wir mehr oder weniger von diesem Stadtteil abgeschnitten. Zu dieser, wichtig ist, wird doch gesagt, Verkehrsberuhigung in den Stadtteil Seibke, Westerhüsen, in der Schönebecker Straße. Jede Maßnahme, die da fasst, sei es die 30er-Zone, sei es eine Verkehrseinengung, dass die Fahrzeuge eben nicht mehr da langfahren, geht auf Kosten der Bahnhof von Solner. Der Verkehr läuft jetzt schon durch Bahnhof von Solln. Die Schönebecker, die zur Arbeit fahren oder zu den anderen Stadtteilen, zum Zentrum der Stadt Magdeburg, fahren alle durch Bahnhof von Solln. Soweit erstmal meine Sache. Aber ich habe wirklich die Bitte, nicht, dass ich ja beim nächsten Stadtratssitzung hier nochmal stehen muss. Der Stadtrat möge doch endlich mal zu einer Entscheidung kommen, damit wenigstens dieser Grundsatzbeschluss getroffen wird. Herr Ehlebe, bitte. Ehlebe SPD, die Drucksache ist ja schon relativ lange bekannt. Dadurch hat man natürlich auch gute Möglichkeiten, sich das Ganze auch vor Ort selber nochmal anzuschauen. Ich habe das auch mal genutzt, als ich von Pömmelte mit dem Fahrrad zurückgefahren bin. Da ist man ja auch ein bisschen langsamer, sich diese Strecke einfach mal anzuschauen. Und man muss schon sagen, das ist städtebaulich von der Entwicklung her natürlich noch nicht sehr weit. Und das hat sicherlich in Seibke und Westerhüsen nicht nur damit etwas zu tun, dass dort die Belastung durch Autos auf dieser Straße sehr hoch ist, aber sicherlich auch. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist dort ja laut Drucksache eine verkehrliche Belastung zwischen 11.000 und 15.000 Fahrzeuge festzustellen. Das ist ja auch die Zahl, die wir beispielsweise auf der Gentiner Straße, Strakauer Straße haben. Da hat uns die Verwaltung eine Zahl von 13.000 Fahrzeugen genannt. Und wenn wir das insgesamt jetzt mal bei der Stadt einordnen müssen, dann müssen wir sagen, wenn wir auf der einen Seite uns für Entlastungsstraßen aussprechen, dann sollten wir das natürlich auf der anderen Seite auch tun. Und für mich ist das persönlich auch immer wichtig, was es städtebaulich bedeutet. Man braucht auch Alternativen. Man muss es auch nicht sofort alles gleich bauen. Das ist nicht das Entscheidende, aber man muss zumindest die Möglichkeit haben, zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas zu bauen. Wenn man das insgesamt auch weiterhin noch einordnen will in der Stadt, also wir haben ja beispielsweise auch einen Antrag zum Ed- und Unko-Weg im Norden der Stadt Richtung IKEA, da ist die verkehrliche Belastung mit Sicherheit geringer, als das in Südost der Fall ist. Und es ist auch mit Sicherheit so, dass wir uns, wenn wir diesen Weg zum Beispiel bauen würden, definitiv Verkehre auch in die Stadt mehr reinholen würden, als wir das jetzt in Südost tun würden. Also wenn wir dem hier nicht zustimmen könnten bei einer Entlastungsstraße, dann können wir es eigentlich an der Stelle als Stadtrat erst recht nicht tun. Und grundsätzlich möchte ich auch noch sagen, also ich bin zum Beispiel ja kein großer Freund von der dritten Elbquerung, einfach weil ich da vielleicht ein bisschen zu großes grünes Herz habe, aber ich glaube auch, dass man dem Stadtrat auch für die Zukunft immer die Gelegenheit geben muss, da eine andere Entscheidung zu treffen. Und deswegen würde ich mich zumindest auch in diesen Bereichen immer für eine Freiheitstrasse aussprechen. Und ich habe das jetzt ein bisschen weiter ausgeführt, um einfach auch mal für die jetzige Drucksache das nochmal zu sagen, dass ich durchaus auch diesen Änderungsantrag, den CDU und Links für Magdeburg hier gestellt haben, gut verstehen kann und dem persönlich auch zustimmen kann. Herr Westphal, Sie haben noch eine Minute. Die Grünen haben Ihre 9 Minuten dann ausgeschöpft. Ist ja prima, da kannst du mal sehen, wie weit wir gehen. So. Als ich raufhörte im Stadtrat und im Seniorenbeirat mitgemacht habe, bin ich in die Arbeitsgruppe FEP gegangen. Bekannt? Verkehrsentwicklungsplanung. Mit P, Reinhard, mit P. Und die Arbeitsgruppe tagt also jetzt mindestens seit 4 oder 5 Jahren. Und das ist kein kleiner Kreis, der wird auch von außen moderiert, sozusagen geleitet fast.
der befasst sich doch mit der verkehrlichen Entwicklung unserer Stadt, auch der in Südost und ähnlichen Stadtteilen. Wann kommt denn da mal was auf den Tisch, um eine Basis zu schaffen für unsere Diskussion, die eventuell ein bisschen sachlicher ist und nicht so emotionsgeladen wie im Moment die Herangehensweise an diese ganzen Geschichten? So, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir in die Abstimmung. Zuerst stimmen wir den Änderungsantrag zum zweiten Änderungsantrag ab. Also den Änderungsantrag des SDBV. Den Änderungsantrag des SDBV, davon gibt es noch einen. Ja, es ist der 15.2.1. Ja, der ändert den Oberbürgermeisterantrag ab. Ja? Wer diesem Änderungsantrag zustimmen kann, bitte für das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich. Dankeschön. Gegenstimmen? Würde ich mir eine andere Stadt suchen. 3, 4, 5, 6. Gegenstimmen. Enthaltung? Enthaltung? 2. 2 Enthaltungen, 6 Stimmen dagegen, aber mehrheitlich so geändert. Jetzt, oh Mann, jetzt den so geänderten Antrag des Oberbürgermeisters. Der ist ja jetzt geändert worden. Und den beschließen wir jetzt geänderter Form. Wer diesen in geänderter Form beschließen möchte, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? 5. Enthaltung? 3 Enthaltungen, 5 Stimmen dagegen, aber mehrheitlich so geändert. Jetzt den Änderungsantrag zum dritten Antrag. Das heißt also CDU, FDP, BFM, Fraktion für Links von Magdeburg, ändert ihren eigenen Antrag ab. Richtig. Den beschließen wir jetzt. Das ist der 3.1. 3.1. Wer dem zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen. 3, 4 Gegenstimmen. Enthaltung? 5, 6, 7 Enthaltungen. 4 Stimmen dagegen. Mehrheitlich so geändert. Jetzt beschließen wir den so geänderten ersten Änderungsantrag, also den dritten Änderungsantrag geänderter Form. Wer dem zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? 3, 4, 5, 6, 7. Enthaltung? 4 Enthaltungen, 7 Stimmen dagegen, aber mehrheitlich so beschlossen. Und jetzt den vierten Änderungsantrag, und zwar, wir prüfen diese Linksabbiegerspur. Wer dem die Zustimmung geben kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Jahrelang diskutiert damals. Enthaltung? Das war jetzt Gegenstimmen, war schon? Ja. Ich habe nicht mitgezählt. Dann machen wir eine 5 draus. Mehrheitlich beschlossen bei 5 Stimmen dagegen und 2 Enthaltungen. Ich habe die Probleme, mich gerade durchzusetzen, Frau Schumann. Ich muss jetzt mal zur Abstimmung. Kommen wir jetzt die so geänderte Drucksache. Beschließen wir jetzt, wer der so geänderten Drucksache zustimmen kann, bitte um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen. Wie viele sind es denn? 1, 2, 3, 4. 4. Enthaltung? 6. 6 Enthaltungen, 4 Stimmen dagegen, aber mehrheitlich so geändert beschlossen. 6.16 Grundsatzbeschluss Umgestaltung des Eingangsbereichs Wissenschaftshafen. Finanz- und Grundstücksausschuss 8:0:0 empfohlen mit Änderungsantrag. Ausschuss für Stadtentwicklung, Gebäude und Verkehr empfohlen mit Änderungsantrag 8:0:0. Es gibt hier 2 Änderungsanträge, und zwar einmal vom STBV, der ist damit gemeint bei der Abstimmung, und da gibt es noch einen vom Finanz- und Grundstücksausschuss, dem wurde 6:0:2 zugestimmt. So, zuerst Einbringung. Ein Antrag gewünscht von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Den habe ich hier nicht.
Ja, Netz, aber ich habe ihn hier nicht. Er ist ein Grüne. Jürgen, hast du den nicht zufällig? Es gibt einen vom einen Änderungsantrag des SDBV, der einen ändert von den vom Finanz- und Grundstücksausschuss. 17.1.1.1 vom FG, dann dazu gibt es einen vom SDBV, das ist der erste. Ja, das genau, ist der erste, das ist der Änderungsantrag. Erste. Ja. Das ist der den habe ich nicht. Das ist der. Ja. Gut. Den habe ich jetzt. Das ist der erste zum ersten zum ersten. Also der ändert jetzt nochmal den Änderungsantrag ab vom SDBV. Bitte schön. Erstmal einbringen. Erstmal einbringen, Herr Kanil. Und dann die Ausschussvorsitzenden. Jetzt erstmal Einbringer, bitte. Wer ist denn die Einbringer? Bitte schön. Nein, erst die Ausschussvorsitzenden zur Drucksache. Ja, dann haben wir das. Ja. Ich dachte, Dr. Heidemann, die Einbringer. Für den Finanzausschuss. Wir haben ja in dieser, wir haben ja mal vor einiger Zeit, Sie entsinnen sich, eine Variantenuntersuchung in Auftrag gegeben an die Verwaltung, uns mal vorzustellen, wie die Kosten für die Kreisverkehre sind, die wir in der Stadt gebaut haben, wie die Kosten sind für die Lichtsignalanlagen an Kreuzungen. Da sind mehrere Kreisverkehre und mehrere Lichtsignalanlagen gleicher Priorität geprüft worden, gegenübergestellt worden. Und da kam eindeutig zum Ausdruck, ich möchte hier nochmal zusammenfassen, dass die Kreisverkehre kostenmäßig günstiger sind, abgesehen vom Verkehrsfluss, von der Verkehrstechnik her. Aber es besteht oft ein Zwang dazu, eine Lichtsignalanlage zu bauen, aus unterschiedlichen Gründen, wenn wir nochmal eine Straßenbahn mit dabei haben, wobei der Kreisverkehr am Pfälzer Platz mit Straßenbahn eigentlich hervorragend funktioniert, muss man sagen. Wir haben aber und am Wittenberger Platz genauso. Und jetzt wollen wir an einer Stelle, wo eigentlich ein flüssiger Verkehrsfluss ist, jetzt wollen wir da etwas hineinbringen, sagen wir, dass wir das Ganze stoppen, wie es zurzeit ist. Und wollen das Ganze nochmal alles schön beleuchten, mit Rot, Grün und Gelb. Und da vielleicht noch was bauen. Ich meine, da sollten wir wirklich überlegen, ob wir nicht diese Stelle entkrampfen, so wie es eben am Pfälzerplatz, am Wittenberger Platz ist, das Ganze eben dann kontinuierlich einem Fluss zu führen. Da muss man natürlich überlegen, wie man im Masterplan die vorgesehene Maßnahme umsetzen kann, dass man eine günstige Fußgängerlösung auch zwischen dem Campus und dem Wissenschaftshafen, wie er ja immer noch mit drin steht, gefordert ist. Das beinhaltet aber diese Variantenuntersuchung zurzeit nicht. Also wir haben uns deshalb im Finanzausschuss dafür ausgesprochen, als eine vorrangige Lösung bei einer Variantenuntersuchung den Kreisverkehr dort mit vorzusehen, mit einzustellen, als Entree in den Wissenschaftshafen. So, jetzt haben wir den Ausschuss für Bauen und Verkehr. Bitte schön. Grube, SDBV. Wir haben das Thema Wissenschaftshafen zweimal behandelt. Aus dem einfachen Grund, also aus zwei Gründen. Der erste Grund, so richtig behagte uns dieses große Schild nicht. Das eine ist wahrscheinlich ein ästhetisches Unbehagen, das lasse ich jetzt mal weg. Das andere bezog sich darauf, dass die Aufenthaltsqualität auf einem Platz, der Richtung Norden ausgerichtet ist, jetzt vielleicht nicht so groß ist. Was man dazu sagen muss, der Rahmenplan Wissenschaftshafen ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen, was ihn nicht per se schlechter macht, aber wir haben im Wissenschaftshafen sowohl was bereits bestehende Bauten betrifft, als auch was Bauten betrifft, die im Moment beantragt sind, beziehungsweise in der B-Planentwicklung, eine völlig andere Situation, als das damals der Entwurf, der gewonnen hat und der jetzt auch noch der aktuelle Rahmenplan Wissenschaftshafen ist, herstellt. Das heißt, wir machen jetzt, oder das heißt, jetzt wird vorgeschlagen, die Wissenschaft, den Eingang zum Wissenschaftshafen nach einem Entwurf zu gestalten, der sowieso so nicht realisiert wird. Und deswegen haben wir uns als Ausschuss dafür ausgesprochen, dass wenn man das schon macht, man all das, was an neuer Entwicklung jetzt schon abzusehen ist und zum Teil auch sehr valide abzusehen ist, mit einzubeziehen. Das betrifft dann auch die Frage Verkehrsführung. Das betrifft auch die Frage, wo man dieses Statement hinsetzt. Jawohl, hier ist der Wissenschaftshafen. Und da haben wir uns als Ausschuss der Idee angeschlossen, da einen Kreisverkehr zu installieren, wo man möglicherweise auch da drauf ein wie auch immer geartetes Wahrzeichen, Zeichen oder was auch immer, wo drauf steht, jawohl, das ist ja der Eingang zum Wissenschaftshafen.
Und das Zweite, was wir dann geprüft haben wollen, ist das, was der Rahmenplan Wissenschaftshafen mal als Entwicklungsziel auch gehabt hat, nämlich die Frage Verbindung von Campus und Wissenschaftshafen. Und das ist im Moment nicht so richtig gut gelöst, weil unabhängig davon, ob man den Kreisverkehr nimmt oder die Ampel nimmt, die Verbindung ist sehr weit weg zwischen den beiden Hälften. Und deswegen ist das das Zweite, was wir überprüft haben wollten, wenn wir an die Frage gehen, Neugestaltung des Eingangsbereichs. Insofern würde ich um Zustimmung zu den beiden Sachen bitten. Das beinhaltet natürlich auch gleich, und das möchte ich auch so ins Protokoll aufgenommen haben, dass wir die Variante, die da jetzt 1,8 Millionen kostet, so nicht realisiert, sondern dass man dann neu überdenkt und die anderen Sachen mit einbezieht. Letzte Anmerkung als SPD zu dem Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen. Da werden wir uns enthalten, weil wir den für lässlich halten, weil das bei einem Grundsatzbeschluss, der eine Variantenuntersuchung vorsieht, sowieso so ist, dass wir die Varianten vorgelegt bekommen, damit wir sie beschließen können. Wir werden uns da enthalten, und ob der beschlossen wird oder nicht, das Verfahren wird das gleiche sein. Jetzt, bevor Herr Kanel jetzt den Änderungsantrag einbringt, möchte ich nur noch das Votum bekannt geben. Das war 8:0-0 im SDBV. Herr Kanel, Sie dürfen jetzt Ihren Änderungsantrag einbringen. Also inhaltlich, Bündnis 90 Grünen, Kanel, inhaltlich sind wir voll mit dem einverstanden, wie es Herr Dr. Falke Grube eben vorgetragen hat. Wir hatten nur die Sorge und haben deshalb den Änderungsantrag gestellt, dass es irgendwo beschlossen wird, und aber nur mit dem Kreisverkehr. Wir waren also der Auffassung, dass man das deutlicher machen muss, dass die Planung eben völlig neu vorgelegt werden muss und dass man nicht jetzt zu diesen Buchstaben, sage ich jetzt mal frech, du hast ja alles aufgeführt, dass es eine Fläche nach Norden ist, dass die Bebauung drumherum sich völlig verändert hat, dass es auch unklar ist, was nun an der Südseite dieses künftigen Platzes gebaut wird. Die Frage der Fußwegverbindung, der Radwegverbindung, dass man das auf jeden Fall nicht irgendwie weiter so laufen lassen kann, nur weil es da mal einen Masterplan gab und weil es einen Förderantrag gab, sondern dass es komplett neu vorgelegt werden muss. Deswegen wollten wir mit diesem Satz das zum Ausdruck bringen. Also ich glaube, es ist auch unschädlich, dem zuzustimmen. Möglicherweise ist es doppelt, so wie du es siehst. Aber die Verwaltung ist ja auch manchmal sehr erfinderisch und sagt dann, ja, ihr habt ja Gründe, wir haben jetzt den Kreisverkehr und haben jetzt trotzdem die Buchstaben dahin gelegt. Möglicherweise kommen die Buchstaben dann in die Mitte des Kreisverkehrs oder wer weiß was. Aber wir müssen das erstmal neu sehen wollen. Also ich wäre dafür, unseren Änderungsantrag dann nochmal abzustimmen. Herr Westphal. Die Diskussion verwirrt mich ein bisschen. In der Frage, was beschließen wir oder was sollen wir eigentlich beschließen? Wir beschließen doch nicht den Wissenschaftshafen. Wir beschließen doch nicht diesen Bereich einer möglichen Bebauung auf diesem Plan. Wir beschließen doch nur die Sichtsituation von dem Ort hier, den wir Eingangsbereich nennen, den wir in der Mehrheit offensichtlich als Kreisverkehr haben wollen, wie man auf den Wissenschaftshafen von Weitem am Eingang gucken kann. Nicht in den Wissenschaftshafen hinein. Hier geht es doch gar nicht um die Frage, das kann doch gar nicht sein, dass mit diesem Entwurf irgendeine Verbindung zur Uni dargestellt worden ist. In einem bestimmten Bereich. Jedenfalls kann ich mir das nicht vorstellen, weil wir über die Frage zum Beispiel einer Brücke vom Unicampus in den Wissenschaftshafen hinein vor vor Jahren schon mal gesprochen haben. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Um was geht es eigentlich? Geht es wirklich nur um die Gestaltung des Ortes, an dem man in den Wissenschaftshafen hineinfährt? Oder geht es um die Angelegenheit, wie soll sich der Wissenschaftshafen als Teil des Unicampuses in der Verbindung untereinander eigentlich entwickeln? Herr Dr. Scheidemann. Herr Rat Westphal, die ursprüngliche Diskussion ging tatsächlich um den Bereich, der am besten beschrieben ist mit dem ehemaligen Umspannwerk von Vattenfall. Das war die zentrale Fläche. Der Auftrag mit dem Grundsatzbeschluss ist jetzt geweitet worden vom SDBV, durchaus auch was die Fußgängerverbindung, das ist ja unser einziges Problem in dem Bereich. Ich glaube, dass die Verkehre leidlich gut fließen, kann man auch verbessern, Herr Stadtrat Stahn, keine Frage, untersuchen wir auch. Wir haben ja in der Situation dann gegebenenfalls drei
Kreisverkehre hintereinander weg, müssen wir gucken, wie man das gestalten kann. Wir sind insofern dem Ganzen absolut nicht abgeneigt, weil diese Fußgängerrelation zwischen Universität und Wissenschaftshafen einbezogen wird in die Prüfung. Das ist insofern richtig, wäre auch in dem Bereich zu lösen, Herr Stadtrat Westphal. Also können wir mit den Änderungsanträgen als Verwaltung gut leben. Herr Dr. Grube, bitte. Deine Verwirrung aufgehoben. Ich habe es genießt. Gesundheit. Nur um das vielleicht aufzuklären, aber das Schild, was da am jetzt Sandtorplatz genannten Platz entstehen soll, das kann man doch ruhigen Gewissens erst dann bauen, wenn es die Gebäude gibt, die dahinter stehen. Wenn man weiß, wenn man oder vorgesehen sind. Und das wissen wir im Moment noch nicht. Und auch die andere Seite des Gebäudes, was an der Wittenberger Straße steht, was so eine Eckbebauung hat, das nach hinten zur Lehmannstraße auf ist, das wird so niemals realisiert werden können. Das wissen wir deshalb, weil wir im Moment den B-Plan dafür aufstellen und weil wir wissen, dass einmal quer durch Richtung Wittenberger Platz die Versorgungsleitungen laufen und wir auf diesen Versorgungsleitungen nicht werden bauen können. Das heißt, auch dieses abgeschlossene Stück zum Entree Wissenschaftshafen wird niemals so aussehen, wie das da ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das erstmal alles wissen, wie es aussieht, damit man das sinnvollerweise tun kann. So, unabhängig davon, ob man das Schild jetzt hässlich findet oder nicht, das lasse ich raus. Aber das kann man tatsächlich erst als Abschluss tun. Und die Frage Verkehr ist trotzdem ein. Und deswegen auch, ich wäre da ein Fan von einem Kreisverkehr. Und das wäre dann irgendwie auch ein Platz, wo man den Wissenschaftshafen auch als Eingang irgendwie kenntlich machen könnte. Und das müsste dann aus meiner Sicht auch nicht so ein Schild sein. Aber das ist jetzt schon ganz viel hätte, könnte, wollte. Aber das ist eigentlich tatsächlich der Hintergrund. Nein, im Moment geht es eigentlich nur um dieses Dreieck und das, was du so, die Gebäude, die stehen ja alle noch nicht, die sind auch noch nicht geplant und deswegen ist das ein Problem. Herr Dr. Scheidemann, bitte. Ich bitte keine Zwischendialoge, das, Herr Dr. Scheidemann. Vorsitzenden des Bauausschusses ungern. Es geht um die Verkehrsfläche und die Fläche Umspannwerk Sandtorplatz, das Gebäude, was sich im Westen anschließt, das Rentenwohnheim, so nenne ich es mal. Das ist allerdings im Bauantragsverfahren und wird genehmigt. Die Kubatur ist genehmigt. Wir hatten ja einen Gestaltungsbeirat, wo wir nochmal eine Öffnung hatten, war die Fassadengestaltung. Aber das ist durchgelaufen und befindet sich im Genehmigungsverfahren. Also das wird stehen. Der Rest ist offen und der Rest ist auch gestaltbar. So, jetzt gehen wir in die Abstimmung. Wir stimmen zuerst den 111-Antrag ab, Bündnis 90 Die Grünen. Wer diesem Antrag zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Gegenstimmen? 1, 2, 3. Was denn jetzt? 1, 2, 2. Enthaltung? Bei vielen Enthaltungen, 2 Stimmen dagegen, 11 Stimmen dafür, so beschlossen. Jetzt dem Änderungsantrag, den so geänderten Antrag des SDBV. Wer dem so geänderten Antrag des SDBV folgen möchte, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist einstimmig. 2 Enthaltungen heißt immer einstimmig. Und den jetzt so geänderten Antrag des Finanz- und Grundstücksausschusses, der jetzt geändert wurde durch beide Änderungsanträge. Wer kann dem folgen? Dankeschön, wäre ja logisch. Gegenstimmen? Enthaltung? Wieder 2 Enthaltungen, aber einstimmig. Und jetzt beschließen wir die so geänderte Drucksache mit den eingepflegten Änderungen. Wer die so geänderte Drucksache bestätigen möchte, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltung? 2 Enthaltungen, aber einstimmig beschlossen. 617. Einbeziehung eines Geh- und Radweges Sandtorstraße. Einziehung. Nochmal. Einziehung eines Geh- und Radweges Sandtorstraße, 39106 Magdeburg. Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, 9:0:0. Einbringung gewünscht, sehe ich nicht Redebedarf, sehe ich auch nicht. Wer der Einziehung zustimmen möchte, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimme? Enthaltung?
bei 2 Enthaltungen einstimmig so beschlossen. 6.18 Aufstellung des Bebauungsplanes 229-8 Hans-Grade-Straße. Ausschuss für Umwelt und Energie 5:0:1. Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 7:0:1. Einbringung gewünscht. Sehe ich nicht Redebedarf. Herr Salzborn. Salzborn, CDU, FDP, BFM. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass sich hier der ehemalige Parkplatz vom Zoo befindet. So, dann ziehen wir das jetzt hier zurück und kommen in die Abstimmung. Wer der Aufstellung des B-Planes folgen möchte, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei einer Enthaltung einstimmig so beschlossen. 6.19. Aufstellung des Bebauungsplanes 150-1 im Steingewände Salvatore Allende Straße. Ich mache irgendwann weiter. Erstmal Entscheidung. Nee, erstmal die Voten. Ausschuss für Umwelt und Energie 6:0:0. Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr empfohlen mit Änderungsantrag 8:0:0. Der Änderungsantrag kommt vom SDBV und den wird Dr. Scheidemann. Ja, danach Dr. Grube. Erst Dr. Scheidemann. Bitte schön, Herr Dr. Scheidemann. Jetzt bin ich mal ganz unfair und sage, Herr Stadtrat Salzborn, ja, Sie haben recht, da befinden sich die Parkplätze und deshalb hat der Bauausschuss auch einen Antrag gestellt, diese Stellplätze in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und zu erhalten. So, Herr Dr. Grube, bitte. Grube, SDV, ich glaube nicht, dass das den Wortbeitrag des Kollegen Salzburg überflüssig machen wird. Nein, wir haben hier einen Änderungsantrag des SDBV, der genau das meint, nämlich, dass die Stellplätze in dem Gebiet dann vorzuhalten sind. Wir haben da im Nachgang, und zwar bei der Besprechung des Protokolls, noch mal ein bisschen länger darüber diskutiert. Und deswegen will ich hier zu Protokoll geben, was damit gemeint ist. Gemeint ist, dass dort, wo jetzt die Stellplätze sind, die Stellplätze in ihrer Anzahl auch erhalten bleiben sollen. Ob das ebenerdig in einem Bau oder sonst was ist, ist egal, aber die Anzahl soll dort, wo jetzt Stellplätze sind, tatsächlich erhalten bleiben. Weil was wir nicht machen wollen, ist zugunsten der Entwicklung des Zoos, den wir natürlich sehr begrüßen, uns da Parkplatzprobleme in dem Bereich aufzuhalten. Wir haben in anderen Bereichen der Stadt genug damit zu tun. Da sollten wir es da, wo wir es verhindern können, nicht sehenden Auges tun. Das ist also der Hintergrund für den Änderungsantrag. Herr Salzborn. Jetzt nochmal, mein Spruch habe ich schon aufgesagt. Große Teile davon sind der ehemalige Zooparkplatz und der funktioniert immer noch für den Zoo und der funktioniert deshalb so gut, weil am Tage Zoobesucher dort parken und wenn die verschwunden sind, dann steht er für die Anwohner bereit. Und der Änderungsantrag des Bauausschusses, der mir wohl bekannt ist, der geht schon in die richtige Richtung. Mich lässt es aber befürchten, wenn da eine Bebauung kommt und wir da eine Parkpalette haben, dann kommt da auch eine Schranke dran. Dann kann es durchaus so sein, dass die Parkplätze erhalten bleiben in einer Stückzahl. Aber dann eine Schranke dran ist und dann kostet es was für die Anwohner und dann geht ein Sturm los. Das möchte ich nicht. Ich möchte das von vornherein härtesten Widerstand ankündigen, wenn das passieren sollte. Herr Stern, bitte, das war das Nächste. Dann Herr Westphal danach. Stern, CDU, FDP, BFN. Also ich möchte auch nochmal darum werben, dass wir auf keinen Fall in Abrede stellen, dass die Parkplätze dort aufgelöst werden. Deshalb haben wir im Bauausschuss das auch nochmal klargestellt jetzt mit dem Antrag. Hier ist Stadtentwicklung passiert mit mehrgeschossigem Wohnungsbau in den 80er Jahren und für die notwendigen Einstellplätze ist kaum was gemacht worden. Wer abends mal durch die Allendestraße fährt, merkt, was dort los ist. Also da ist ein Druck, ein Parkdruck, der ist unwahrscheinlich. Und für Feuerwehren und Rettungsfahrzeuge ist da an die Hauseingänge kein Durchkommen. Und die eindeutige Aussage ist, der Parkplatz ist knackenvoll dort. Der steht abends voll. Also wenn der aufgelöst werden sollte, dann wird der Druck nicht abnehmen. Dann sucht sich das andere Wege. Aber da ist nichts. Da ist nichts mehr. Wir haben nur die lange Straße, die Allendestraße. Und man kann dort nicht mehr ausweichen. Ich weise nochmal darauf hin, weil Kollege Lischka ja vorhin sprach von vergangenen Beschlüssen. Ich muss es an der Stelle nochmal sagen. Die Vision...
dass dieser Zoo an der Stelle falsch ist, kommt immer wieder. Wir haben eine Straße zugemacht, wir kommen an die Bewohner ran mit Gegen. Wir machen jetzt wieder, müssen wieder Einschränkungen vornehmen. Es ist falsch gewesen damals. Und wenn man bei einer Vision zum richtigen Arzt geht, Herr Lischka, dann hätten Sie das auch begriffen, sage ich mal. Das war euer Ministerpräsident. Herr Westphal, bitte. Na, ich bleibe beim Thema. Völlig klar. Aber wessen Stellplatzbedarf ist denn mit dem Fettdruck gemeint? Wenn wir einen B-Plan beschließen, der eine Erweiterung des Zoologischen Gartens beinhaltet, wenn wir also quasi am Rande beschließen, dass der Bereich, der auf der Zeichnung hier fett eingekreist ist, eine Zoo-Erweiterung darstellt, dann werden wir doch nicht beschließen können, dass die Stellplätze dieses Wohngebiets in dem Bereich erhalten bleiben, sondern dann heißt, der vorhandene Stellplatzbedarf, und da fehlt dann der Begriff hin, des erweiterten Zoos, soll im Gelände gedeckt werden. Dann macht das Sinn. Ansonsten macht beides zusammen keinen Sinn. Wenn wir die Aufstellung beschließen, um den Zoo an der Stelle zu erweitern, nochmal deutlich, dann ist man einverstanden, oder bin ich einverstanden, wenn gesagt wird, aber was da an Autos hinkommt im Zoo, muss der Zoo selber decken, da drin. Aber nicht, dass das ein Stellplatzbereich für die umliegenden Wohngebiete darstellt, wie es jetzt im Moment ist. Gebe ich dir völlig recht. Dann, Reinhard, darf der Beschluss nicht gefasst werden. So, wie er hier steht. Nun fassen wir Beschlüsse und stimmen ab. Herr Dr. Scheidemann nochmal, okay. Herr Stadtrat Westphal, eine kurze Ergänzung. Wir haben dort einen Geländesprung, der Möglichkeiten ergibt für eine Baumaßnahme und Stellplätze. Wenn das Problem der Stellplätze von euch deutlich zu Protokoll gegeben. Ich gebe Herrn Westphal das Wort und dann kann er sprechen. Damit es ein bisschen deutlicher zu hören ist. Wenn von der Verwaltung gesagt wird, das Stellplatzproblem der Anlieger, die dort wohnen, lösen wir, so habe ich das verstanden eben, dann können wir sagen, na gut, dann beschließen wir ohne weiteres die Erweiterung des Zoos. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir trotzdem zur Abstimmung. Ich lass mich jetzt nicht mehr abhalten davon. Jetzt den Änderungsantrag des SDBV. Wer dem Änderungsantrag des SDBV zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Ist das eine Gegenstimme, ja? Okay. Enthaltung? Acht Enthaltung, eine Stimme dagegen, aber mehrheitlich so geändert. Jetzt die so geänderte Drucksache. Wer der so geänderten Drucksache zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltung? Vier Enthaltungen, eine Stimme dagegen, mehrheitlich aber die Drucksache so beschlossen. Jetzt kommen wir. So, meine Damen und Herren, ich würde gerne fortfahren, aber wir können auch eine Ausschusssitzung einschieben zwischendurch. Ist kein Problem. Sechs. Wir haben jetzt, wie in der Tagesordnung beschlossen, Bebauungsplan westlich der Maschkeplatz, öffentliche Auslegung und Zwischenabwägung gemeinsam mit dem Antrag A0069 aus 17 zu beschließen und der natürlich der weitestgehende ist, der natürlich vorne ansteht. Es liegt zu dem Antrag mehr ein Geschäftsordnungsantrag vor der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, den Antrag mit dem Änderungsantrag in den WTR und den SDBV zurückzuverweisen. Ja, genau. Das können Sie ja zum Geschäftsordnungsantrag können Sie dann gleich eine Begründung abgeben. Damit beginnen wir jetzt zum Antrag. Bitte schön, die Bündnis 90 Die Grünen können jetzt erstmal zum Geschäftsordnungsantrag, den wir erstmal dann abstimmen. Dann gerne Fraktion dafür oder dagegen. Ja? Wir haben erstmal Bündnis 90 Die Grünen. Wir würden diesen auch
die Drucksachen und den Änderungsantrag, also den Antrag, gerne nochmal in den Ausschuss WTR überweisen, weil der Ursprungsantrag Mobilitätszentrum Stadtfeld Ost wurde im WTR nicht behandelt, er wurde da nur zur Kenntnis genommen. Unter Kenntnis des Änderungsantrages des SDPVs, der auch nicht behandelt wurde, sondern ebenso nur als Tischvorlage da war. Das heißt, der WTR hat sich letztendlich dazu gar nicht verhalten. Zudem kommt hinzu, dass dem WTR zu diesem Punkt bekannt war, dass der Änderungsantrag des SDPV 800 Quadratmeter Einzelhandelsfläche für einen Biomarkt enthält. Das war der damalige Stand. Jetzt steht drin 1200. Das ist auch eine wesentliche Änderung zu dem Kenntnisstand des Ausschusses. Und es ist bisher unklar, wie die Verwaltung in der Bauleitplanung klarziehen soll, dass ein Biomarkt reinkommt, weil das kann sie rein rechtlich nicht festziehen, sondern sie könnte nur über die Einzelhandelsgröße das regeln. Und da fehlt uns auch einfach die Stellungnahme, was jetzt die Veränderung der Baugrößen für eine Auswirkung auf das Viertel hat, wie das auch realisiert werden soll, dass dann nur der Biomarkt reinkommt. Deswegen hätten wir das gerne nochmal in den WDR verwiesen, um es dort nochmal sachkundig zu beraten, wie es sich auswirkt auf die Umgebung, auf den Einzelhandel dort in dem Umfeld, um dann eine fachkundige Entscheidung am Ende treffen zu können. Vielen Dank. So, jetzt für oder gegen den Geschäftsordnungsantrag. Herr Dr. Grube war der Erste, der sich gemeldet hat. Bitte schön. Ich spreche mich gegen die Rücküberweisung aus und will das auch gleich mit den Verfahrensanmerkungen begründen, die ich sonst gleich gemacht hätte. Und ich spreche mich auch gegen WTR-Überweisung aus. Wenn der Antrag so beschlossen würde in der geänderten Form, würde das folgende Wirkung haben. Die beiden anderen Drucksachen müssen zurückgezogen werden und auf der Grundlage des dann beschlossenen Antrages müsste ein neuer B-Planentwurf vorgelegt werden. Der kann in allen Ausschüssen auch betrachtet werden. Das muss er ohnehin und der muss auch hier im Stadtrat nochmal beschlossen werden. Die Denksportaufgabe, die darin besteht, den 1200 Quadratmeter Biomarkt nur als Biomarkt auszuweisen, ist der Stadtverwaltung wohl bekannt. Sie wird ihn bis dahin dann lösen müssen und dann macht es tatsächlich Sinn, ihn an diesem konkreten Fall zu diskutieren und nicht die Parameter dafür nochmal in den Ausschuss zu überweisen. Das würde jetzt also eine Zeitverzögerung ergeben, die an der Stelle inhaltlich keinen Sinn macht und auch niemanden weiterbringt. Herr Müller. Herr Vorsitzender, meine lieben Kollegen, Oliver Müller für die Fraktion Die Linke Future. Unsere Mitglieder im Wirtschaftsausschuss sind derselben Ansicht wie die Antragsteller der Grünen, dass dort diese Frage in der Form so nicht behandelt geworden ist und möchten deshalb heute auch für die Überweisung in WTR stimmen, insofern das heute von der Tagesordnung nehmen. So, Herr Stern, nicht, will nicht. Gut, dann stimmen wir jetzt den Geschäftsordnungsantrag ab. Wer für den Geschäftsordnungsantrag folgen möchte und der Zurücküberweisung in den WTR und SDBV, den bitte das Kartenzeichen. Gegenstimmen? Das ist gut, mehrheitlich. Und Enthaltung? Bei 2 Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt, bei 11 Stimmen dafür. Das heißt, wir beraten jetzt diesen Antrag weiterhin mit dem Änderungsantrag. Richtig. Herr Dr. Grube, bitte jetzt für den Änderungsantrag. Ja, gut. Grube, SDBV, sage ich wahrscheinlich heute noch ein paar Mal. Übrigens mal so ganz plakativ dann ja auch, wie viel wir im Ausschuss immer zu tun haben, weil wir machen seit Stunden nichts anderes und machen auch die nächsten 2 Stunden nichts anderes. Aber das nur am Rande der Veranstaltung. Wir haben das Thema B-Plan westlicher Damaschkeplatz, sowohl in der Form B-Plan als auch in verschiedenen Anträgen, Unterschriften, Sammlungen und so weiter dazu hier schon einige Male aufgerufen. Das, was wir jetzt im Ausschuss vorgelegt haben, ist ein bisschen die Kompromissvariante aus dem, was uns so vorgelegt worden ist und was auch so Gespräche der verschiedensten Mitglieder mit den verschiedensten Beteiligten ergeben hat. Ich will die Punkte einzeln abhandeln. Ich würde auch gleich, wir haben das im Ausschuss so gemacht, der Antrag kommt ohnehin auch vorschlagen, dass wir die einzelnen Punkte punktweise abstimmen. Das macht, glaube ich, Sinn. Punkt 1 ist die Frage Hans-Lotter-Straße. Da würden wir gern, dass da altengerechtes Wohnen möglich ist. Pflegen ist es wohl nicht, weil daneben Gewerbegebiet ist. Das gibt ein Problem mit dem Lärmschutz. Altengerechtes Wohnen dürfte unproblematisch sein. Das bitten wir da nochmal festzuzerren.
Zweites Thema ist auch das, was hier mal Thema der Unterschriftensammlung gewesen ist, nämlich wie gehen wir mit dem Tortenstück um? Ich weiß das jetzt nicht ganz, die Nummerierung Antrag, ich weiß jetzt aber nicht mehr, was da zuerst gestanden hat. Wie gehen wir mit dem Tortenstück um, westlich der Maxim-Gorki-Straße, das, was eben schon angesprochen wurde, Biomarkt. Biomarkt ist abgestimmt, das hat das Stadtplanungsamt gemacht, mit den Händlerinnen und Händlern, die damals die Unterschriftenaktion gestartet hatten, weil die nicht wollten, dass da ein Gewerbe hinkommt, was die Olfenstädter Straße kaputt macht. Das ist das, was wir hier auch schon mal mit Mehrheit abgelehnt hatten, nämlich die Erweiterung des Einzelhandelsbereichs in den Süden. Das soll auch nicht passieren. Das, was da hinkommen soll, wie auch immer das technische HMB-Plan aussieht, ist ein Biomarkt. Auf die Lösung dieser Denksportaufgabe bin ich genauso gespannt wie Herr Assmann. So, dann haben wir zwei Knackpunkte für den Investor des, ich nenne es jetzt mal Mobilitätszentrums. Die eine Frage ist, was passiert, wenn in absehbarer Zeit, und das ist eine relativ große zweistellige Millioneninvestition, das kann man hier auch so sagen, weil er das selber auch schon öffentlich gesagt hatte, wo wir im Moment, was die Perspektive für den Autohandel betrifft, nicht mehr als die nächsten 10 Jahre rechnen können und er demzufolge auch nicht. Er hätte also gern die Möglichkeit, hinterher, falls das alles schiefgehen sollte, was ihm allerdings keiner wünscht, auch noch Möglichkeiten haben, das anders zu verwerten, das Gelände. Und da haben wir gesagt, es gibt keine Beschränkung, aber eben nur für nicht zentrenrelevanten Handel, was also einmal die Innenstadt, aber eben auch die Olfenstädter Straße schützt. Und in dem Änderungsantrag sind die ganzen Sortimente, die dann möglich sind, aufgeführt. Und ich glaube, die sind tatsächlich unschädlich und wir hoffen alle, dass die nie zum Tragen kommen, weil wir hoffen, dass Herr Schubert auch in 20 Jahren dort noch, wie auch immer sie aussehen, Autos verkauft, Elektrofahrräder, Elektroautos, was auch immer. Letzter Punkt ist die Frage Tankstelle. Das ist das, wo ich persönlich auch am meisten Bauchschmerzen mit hatte. Ich habe immer gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Eingang nach Stadtfeld an die große Diesdorfer Straße, und ich will daran erinnern, dass das ursprünglich mal vorgesehen war auf der Ecke große Diesdorfer Straße und Adelheidring, dass da so eine blinkende Tankstelle hinkommt. Wir haben dann mit dem Investor gesprochen und ihm vorgeschlagen, dass ein Stück weit Richtung Mitte dieses Geländes zu ziehen. Das hat zwei Vorteile. Einmal ist die Ecke damit nicht bebaut. Die Ecke würden wir auch im B-Plan festlegen wollen, dass die, sage ich mal, grün verblendet wird. Ich hätte mir da auch eine Mauer vorstellen können. Das Stadtplanungsamt hat gesagt, das geht gar nicht. Ich will die Diskussion nicht weiter ausführen. Jedenfalls soll es jetzt eine grüne Mauer werden. Ist ja auch nicht schlecht. Wir wissen, im Adelheidring ist das eine oder andere Groß- und Kleingrün weggefallen. So, sodass wir da eine Tankstelle zulassen würden, allerdings, und das ist das zweite Problem, was auf der Ecke gewesen wäre, nur mit einer Erschließung über diese innere Betriebsstraße. Das heißt, man kommt auch nur von da an die Tankstelle ran und das würde dann auch die Verkehrsprobleme, Abstandsflächen zu Kurvenradien und so weiter an der Stelle lösen. Das würden wir als Bauausschuss dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorschlagen, sodass, falls das eine Mehrheit findet, dann Eingang finden kann in den nächsten Entwurf des B-Plans, der dann die Ausschüsse nochmal erreichen würde und dann könnten wir am konkreten B-Plan nochmal diskutieren. Ich denke aber, irgendwann muss das auch mal ein Stück weit zu Ende geführt werden, weil selbst wenn man nicht ganz zufrieden ist mit der städtebaulichen Qualität, weil das ja doch ein sehr offenes Gelände ist, will ich jetzt mal sagen, ist die Entwicklung, glaube ich, besser als das, was wir die letzten 5 oder 27 Jahre dort gehabt haben. Und am Ende sind auch solche Bebauungen ja auch immer Entwicklungen unterworfen. Ich bitte, wie gesagt, um Zustimmung zum Änderungsantrag des SCBV, mit dem wir es uns nicht so ganz leicht gemacht haben. Und dann kann das Ganze auch weitergehen. Vielen Dank. Herr Stern. Stern, CDU, FDP, BFN. Gestatten Sie mir, dass ich als Stadtfelder dazu mal etwas sage. Die Genese zu diesem beginnt ja schon viel weiter vorn. Wir hatten damals, Alfred Westphal wird sich noch erinnern, Stadtbad abgerissen, weil wir das ganze Areal schließen wollten und mit einer Dominante, mit einem 20-Geschosser dorthin bauen wollten. Ein Berliner wollte dort dies Ganze schließen und ist nie zum Abriss des Stadtbades ist es gekommen, aber nie zu dieser städtebaulichen Lösung gekommen. So, und die liegt jetzt da schon seit Jahrzehnten. Und als Stadtfelder bin ich endlich froh, dass endlich da was passiert, muss ich mal wirklich sagen, dass diese Lücke endlich geschlossen wird. Und als die erste Drucksache kam,
Da haben wir gedacht, ja, okay, 7 Geschosser müssen ja nicht unbedingt da wieder 20 wieder so eine Dominante hinhaben. Das passt eigentlich mit den gegenüberliegenden, das passt. Und als dennoch drin stand in der ersten Drucksache 1200er Mark, oh, da habe ich erstmal aufgeschrien. Da sage ich, das kann doch wohl nicht wahr sein, was uns die Verwaltung da vorgesetzt hat. Da war noch nicht von einem Biomarkt die Rede, da war von 1200 Quadratmeter an der Stelle die Rede. Und ich muss sagen, ich weiß noch, wie lange wir gekämpft haben, damit eine Motzstraße an NP entsteht. Und wir wollen diese Lösungen eigentlich mit stadtnahen Versorgern, die wollen wir nicht in Frage stellen. Und darum haben wir gesagt, nicht, fragt mal die Händler. Und da ist jetzt was rausgekommen, da wollen wir gar nichts an der Stelle. Aber das kann eigentlich auch nicht die Lösung dieser ganzen Geschichte sein. Nämlich wir müssen hier schon sehen, was kann ein Investor stemmen, was tut den Händlern auch nicht weh. Und deshalb war es ein ganz langwieriger Prozess. Wir haben uns also mehrfach, Herr Dr. Gruber hat es bereits gesagt, also wirklich sehr große Mühe gegeben im Bauausschuss, auch in Abstimmung mit dem Wirtschaftsausschuss, muss ich auch nochmal sagen, hat auch eine Zusammenarbeit stattgefunden in dieser Frage und es ist dann zu dieser Kompromissformel gekommen. Also ich bin erstmal froh, dass hier drin steht, es ist kein zentrenrelevanter Handel zugelassen. Einzelhandel zugelassen, aber ausgenommen. Diese Ausnahmen sind erstmal ganz wichtig, die hier drin stehen, nämlich die Waren des täglichen periodischen Bedarfs, Nahrungs- und Genussmittel, Drogerie- und Apothekerwaren. Also alles diese Dinge, sage ich mal, die den Händlern da in der Alsdorfer Straße dann wirklich schaden würden. Ausdrücklich aber es der Biomarkt zulassen. Das ist natürlich jetzt eine Aufgabe an die Verwaltung, was sie da jetzt, sagen wir, diese Aufgabe muss sie lösen. Das ist richtig, das ist eine Denksportaufgabe, aber wir sind schon mal gespannt auf dieses Ergebnis. Und Herr Dr. Scheidemann hat eben ja schon mal gesagt, wir werden uns da Mühe geben, der Zielrichtung des Stadtrats entgegenzukommen. Die weiteren Dinge, die hier dann noch eine Rolle spielen, ich glaube, die dürften nicht so umstritten sein. Altengerechtes Wohnen ist für einen Stadtteil wie Stadtfeld eine durchaus sehr gute Lösung. Auch die Dinge, die dann der Investor dort vorhat. Ich glaube, es sind auch mal so Dinge im Gespräch gekommen, einen großen Fahrradladen. Ich appelliere ja mal an die Grünen, doch mal so etwas, die Mobilität, deshalb dieses Mobilitätszentrum, auch über neue Mobilitäten nachzudenken in dem Bereich. Und das ist ausdrücklich hier nicht ausgeschlossen. Und wir wollen eigentlich die Richtung schon dorthin bringen, dass dieses Märktekonzept eben auch fast in diesem Bereich und dass wir eine gewisse Zielrichtung dort vorgeben. Und ich bin der festen Auffassung, weil da gibt es auch schon Dinge, dass auch diese Ecklösung, wir brauchen dort eine gute Ecklösung am Adelheidring, die brauchen wir dann auch, die fehlt noch ein bisschen. Also das gibt der Bebauungsplan auch noch her, dass dort etwas kommt. Und ich weise nochmal darauf hin, dass die jetzt wegfallenden Einstellplätze am Editha-Ring, die durch die neue Straßenbahntrasse wegfallen, dass es da mit dem Investor auch noch, Herr Dr. Scheidemann, eine Übereinkunft gibt, nämlich er will eine große Additivgarage dort bauen, ein großes Areal, dass da etwas freigehalten wird, um diese wegfallenden Einstellplätze, die jetzt vorrangig durch Besucher des Finanzministeriums und des Landesverwaltungsamts genutzt werden, dann eventuell dort rüber gehen, damit der Parkdruck aus den übrigen Straßen in Stadtfeld, aus den Andigerstraßen genommen wird und das sich nicht verschiebt, sondern das auf dem Areal, denn, sage ich mal, in eine gewisse Richtung gelenkt wird. Also last not least, wir werden als Fraktion diesen SDBV-Antrag, der hier vieles zusammenfasst, was wir lange diskutiert haben, Wirtschaftsausschuss und Bauausschuss zusammen, werden wir zustimmen und wir werden nicht nochmal einer Rücküberweisung jetzt das. Es wird hier alles nochmal vorgelegt werden müssen, weil wenn wir hier dem zustimmen, muss der gesamte BB-Plan überarbeitet werden. Das ist Fakt und der muss uns ja dann in den Ausschüssen und hier nochmal vorgelegt werden. Herr Kanel. Herr Bündnis 90 Die Grünen, als erstes muss man natürlich positiv feststellen, der B-Plan ist so erstmal vom Tisch in der Form, wie er vorgelegt worden ist. Das achte ich jetzt erstmal als ein Vorteil. Mobilitätszentrum, also das ist ja nicht ohne Grund gewählt worden in dem ursprünglichen CDU-Antrag. Natürlich macht Herr Schubert mit seinem ADAC, mit seinem Verkauf und so weiter irgendwas mit Mobilität. Aber es soll natürlich auch ein bisschen so werden, als wäre das was sehr Positives. Das sehen wir nicht unbedingt so. Wenn man jetzt die vier Dinge anguckt, die Herr Dr. Grube vorgetragen hat, also gegen altengerechtes Wohnen habe ich natürlich auch nichts. Tortenstück Biomarkt,
Das Problem ist, das ist nicht eine Denksportaufgabe für Frau Grosche oder Herrn Dr. Scheidemann. Sondern es müsste eigentlich der Bundestagsabgeordnete mit Frau Hendricks sprechen, ob das Gesetz für Magdeburg geändert wird, dass man B-Pläne dort sagen kann, das muss ein Biomarkt sein. Und das geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, da kommt auch Herr Dr. Scheidemann an seine Grenzen, also denksportaufgabenmäßige Grenzen. Das ist nicht machbar. Nach dem Baugesetzbuch kannst du das eben nicht so fordern. Wir haben in der Vergangenheit oft, lieber Jens, gesagt, wir wollen, dass in einem bestimmten Bebauungsbereich, Bebauungsplangebiet zum Beispiel, eine bestimmte Energieform, eingesetzt wird. Selbst das war nicht möglich. Und das liegt noch näher ran, als wenn man sagen würde, ein bestimmter Laden muss ein Bioladen sein. Und ich verstehe eben auch nicht, wie es plötzlich zu der Erhöhung von 800 auf 1200 gekommen ist. Also die 800, die würden wir ja noch schlucken, weil wir dann wissen, ein normaler Discounter geht nicht mehr in einen 800er Markt. Ja? Also von der Größe. Insofern würden wir möglicherweise plädieren dafür, das heute auf 800 festzusetzen. Tankstelle, in Gottes Namen, Tankstelle, also klar sind wir nicht dafür, aber es muss ja gefüllt werden und ich verstehe das schon. Aber warum will ich eine Tankstelle in der inneren Betriebsstraße anordnen? Das belastet das, was man sonst will, dieses Wohnen da, das altengerechte Wohnen. Und warum dann, wenn dann nicht in vernünftiger Form an der alten, also das ist meine persönliche Meinung, weiß nicht, wie unsere Fraktion darüber denkt, wahrscheinlich ist sie gegen die Tankstelle, aber ich sag mal so, das belastet den inneren Bereich. Warum soll ich? Am Adelheidring, aber Richtung Erfüllungsstraße. Ja, am Adelheidring, da müsste die Tankstelle sein. Okay, Entschuldigung, ich bin in dieser Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses leider nicht gewesen, dann ist das in Ordnung. So, dann... Haben Sie eben gesagt, Herr Stern, Fahrradläden, also ich kann da mal zu was sagen. Wir haben in Magdeburg 20 Fahrradläden. Das ist viel, viel mehr als in Halle. Und wir haben 4 oder 5 große, die sich da um... Und wir können im Bebauungsplan auch nicht reinschreiben, da muss ein Fahrradladen sein. Sondern wir müssen aufpassen, dass wir das Versprechen, was wir sind ja auch im Bürgerverein, Stadtfeld, was wir den Bürgern in der Olbenstädter Straße, den Gewerbetreibenden gesagt haben, versuchen einzuhalten, dass hier nicht plötzlich ein, Discounter-Edeka-Markt oder wie auch immer kommt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Aber ich plädiere dafür, dass wir die 800 aus dem CDU-Antrag hier wieder reinschreiben. Dann kann man vielleicht damit leben. Danke. Herr Kanel, Magdeburg hat auch mehr Einwohner als Halle. Deshalb ist vielleicht ein zusätzlicher Fahrradladen nicht so schlimm. So, jetzt sind wir bei Herrn Dr. Kutschmann. Ich möchte nur mit meinen beiden Vorrednern hinzufügen, ich bin auch schon für den 800er-Markt. Herr Scheidemann, ich habe nur meine Bedenken, ob im Biomarkt sich da dreht. Es gab in der Vergangenheit einen Biomarkt, Ecke Nöxigstraße, Gellertstraße, der ist wieder zugemacht worden. Ich denke, das ist ein Problem, ein kleiner, gut, ja. Die Bedenken muss man haben, aber das trägt sicher der Veranstalter. Wichtig ist auch noch, dass die Händler im Großen und Ganzen dem Konzept zugestimmt haben. Da sind wir sehr froh. Aber wie gesagt, 800 Quadratmeter halte ich auch für ausreichend. Und es gibt noch redaktionell eine Frage. Es gibt im Punkt 3, wird der Verkauf von Blumen ausgeschlossen. Aber Punkt 4 erlaubt den Verkauf von Pflanzen. Da sehe ich schon Konfliktpunkte. Also was sicher Blumen und Pflanzen unterscheiden sich schon, aber das muss man schon ein bisschen mehr definieren. Ich würde schon einfach, entweder lasse ich Blumen und Pflanzen verkaufen oder ich verkaufe Blumen und Pflanzen eben nicht. Das ist auf jeden Fall eine Sache, da gibt es mit Sicherheit Streit, wenn das so bleibt. Herr Assmann und danach Herr Dr. Scheidemann. Ja, erstmal Bündnis 90 Die Grünen, wir haben, wie man sich vorstellen kann, äußerst große Bedenken und Bauchschmerzen mit dieser Vorlage. Das erste Problem, was wir damit überhaupt haben, ist ein grundsätzliches, eine Tankstelle in einer Innenstadt wie Magdeburg, die bald einen Verkehrsentwicklungsplan abschiedet, die CO2-Emissionen senken will, die den Autoverkehr in der Innenstadt reduzieren will, laut Verkehrsentwicklungsplan, auch keine Tankstelle mehr in der Innenstadt. Das sieht man auch auf der Lüneburger Straße, die Tankstelle hat zugemacht, das ist eine schöne Bratwurst-Tankstelle. Gibt's. Gutes, günstiges Fleisch.
ist entweder nicht notwendig, beziehungsweise wenn es einen Markt dafür gibt in der Innenstadt, wenn vom Ring Autos runterfahren, dann kommt ein nächstes großes Problem. Genau dieses Areal, was wir da haben, ist auch das, wo immer die schönen Messstationen stehen für die Luftverschmutzung, Stickoxide, Einstaub, da fahren dann wieder mehr Autos, das ist ja die Tankstelle, da gehen die Werte hoch, da wird Herr Platz schon so seine Probleme dann auf einmal wieder kriegen. Das ist taktisch nicht clever. Dann das nächste, es ist die Eingangssituation nach Stadtfeld. Das ist zu einem der schönsten und wichtigsten Viertel in Magdeburg. Die Gäste kommen vom ZOB und was sehen Sie? Eine Waschanlage, die durch eine grüne Wand verdeckt ist und dann werden Sie natürlich eine Tankstelle sehen, weil wer eine Tankstelle hat, der wird auch irgendwo draußen natürlich auch die Schilder hinhängen. So und so viel kostet der Sprit und so viel kostet das, kommt zu uns, alles schön. Das ist auch nicht zeitgemäß. Jemand, der in eine Stadt, vor allem in eine Stadt, die modern, die fortschrittlich sein will, reinkommt und dann auf einmal eine Tankstelle sieht, wird sich schon ein bisschen verarscht fühlen. Tut mir so leid. Ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Dann der andere Aspekt ist einfach, Sie haben dort eine der wichtigsten Hauptverkehrsrouten für den Radverkehr, wenn dann der Tunnel vorbei ist. Ich erinnere mich noch an die Worte von Herrn Zimmermann, der Tunnel wird dann auch ein Paradies für Radfahrer. Bin ich immer noch sehr gespannt. Die fahren dann entlang und dann, da wo die Radwege hinkommen, bauen sie auf einmal wieder Einfahrtssituationen mit einer hohen Verkehrsbelastung, wo Rechtsabbieger sind, die zu 75% zum Radverkehrsunfällen beitragen. Sie schaffen damit Situationen, wo potenziell Menschen sterben können, nur damit Menschen tanken. Herr Assmann, jetzt sind die 6 Minuten der Grünen aber wirklich um. Ja, dann bin ich jetzt fertig. Das ist okay. Jetzt käme Herr Dr. Scheidemann. Wenn er wieder ein bisschen Ruhe einzieht. Nur kurz zu Herrn Dr. Kutschmann. Herr Dr. Kutschmann, wir hatten mit den Händlern genau dieses Thema nochmal bevor. Wir hatten ja 2 Besprechungen mit den Händlern, die dort anwesend waren. Und Sie haben bei der Größenordnung des Biomarktes keine Probleme gesehen. Herr Dr. Scheidemann. Dr. Kutschmann meine ich. Ja, Entschuldigung. Bitte nur noch mal um Klarstellung, wie denn mit Pflanzen und Blumen? Ich sage das noch mal, das ist Konfliktstoff, Leute. Ich verkaufe Blumen, da sind Pflanzen dran, doch Pflanzen und Blumen dran. Da klagt ganz sicher einer. Herr Dr. Scheidemann noch mal dazu. Also das ist ja jetzt kein Antrag der Verwaltung. Wir werden das ja umsetzen in die Bauleitplanung. Und Herr Dr. Kutschmann, da werden wir auch diese Dinge passend machen in vielen, vielen Denksportaufgaben. Herr Tietke, bitte. Tietke, Tierschutzpartei, den Punkt 3, die Erhöhung von 800 auf 1200 Quadratmeter, wird die Tierschutzpartei nicht zustimmen. Danke. Dazu haben Sie jetzt gleich Gelegenheit, denn wir stimmen jetzt ab. Wir stimmen zuerst den Änderungsantrag des SIBV punktweise ab. Natürlich. Was? Den Änderungsantrag, den ich eben angedeutet habe, stellen, dass aus den 1200 800 Quadratmeter werden. Ja, dann schreibt das bitte. Dann brauche ich den, aber dann brauche ich den jetzt hier schriftlich. Ja, nicht, du ja. Du dann nicht den Satz brauchst du wohl nicht hinkriegen. Los. Okay. Oder auch nicht. Ordentlich schreiben. Anerkennen. So, meine Damen und Herren, wir warten jetzt bitte 1 Minute, bis Herr Karnier seinen Änderungsantrag, der natürlich weitestgehend ist, den ich dann unter dem Punkt 2 abstimmen lasse, Punkt 3 abstimmen lasse, zusätzlich, der ändert quasi den Punkt 3 des SDBV nochmal ab. Den stimmen wir natürlich dann vorher ab. Richtig. Der ändert den Punkt 3 des SDBV, ja? Unterschreiben. So, aber wir können ja trotzdem die ersten beiden Punkte bereits abstimmen, weil der Press ändert nur den Punkt 3 ab. Genau. Es wäre der Punkt 1 des SDBV, an der Michael-Lotter-Straße wird ein altengerechtes Wohnen zugelassen. Wer diesem zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen. Enthaltung. Bei einer Enthaltung ist das einstimmig so beschlossen. Dann Punkt 2,
Adelheidring an der Ecke Inneren Betriebsstraße wird eine öffentliche Tankstelle zugelassen. Wer diesem zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen. Elf Stimmen dagegen. Enthaltung? Fünf Enthaltungen, 11 Stimmen dagegen, aber mehrheitlich zugestimmt. Jetzt stimmen wir, Herr Kanel, Ihren Änderungsantrag zum Punkt 3 ab. Punkt 3, Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen, statt 1200 Meter 800 Quadratmeter. Wer dem zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Zehn Stimmen. Gegenstimmen? Dankeschön. Enthaltung? Bei einer Enthaltung? Drei Enthaltungen. Entschuldigung, ich habe noch eine gesehen. Drei Enthaltungen. 10 Stimmen dafür, mehrheitlich abgelehnt. Es wird das Ergebnis nicht ändern. Jetzt stimmen wir den Punkt 3 des SDBV in ungeänderter Form ab. Wer den ungeänderter Form zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Elf. Enthaltung? Eine Enthaltung, oder? Ja, eine Enthaltung, 11 Stimmen dagegen, aber mehrheitlich zugestimmt. Punkt 4. Märktekonzept nicht zentrenrelevant definierten Sortimente. Wer dem zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Zwei Gegenstimmen. Sie kommen langsam, aber Sie kommen. Enthaltung? Sieben Enthaltungen. Neun Enthaltungen. Zwei Stimmen dagegen, aber mehrheitlich ebenso beschlossen. So sind alle vier Punkte des Bauausschusses ungeändert beschlossen worden, des Änderungsantrages. Jetzt beschließen wir den so geänderten Ursprungsantrag. Wer dem zu geänderten Ursprungsantrag zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltung? Drei. Drei Enthaltungen, 10 Stimmen dagegen, aber mehrheitlich geändert beschlossen. So, jetzt müsste Herr Dr. Scheidemann mir eine Hilfestellung geben, was wir jetzt zurückziehen. Die Zustimmung des Oberbürgermeisters sieht die Drucksachen 487 aus 16 und 488 aus 16. Das sind die Punkte 620 und 621, die jetzt zurückgezogen werden. Okay, die werden zurückgezogen fürs Protokoll. So, jetzt atme ich kurz durch und dann kommen wir zu dem Punkt 623, Behandlung der Stellungnahmen, Abwägung zum B-Plan Nummer 352-2 Schwanstraße. Ausschuss für Umwelt und Energie 2:0-4 abgelehnt. Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 7:0-1. Einbringung gewünscht, sehe ich nicht mehr Redebedarf, sehe ich auch nicht. Wer den Behandlung der Stellungnahmen zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltung? Drei Enthaltungen, aber einstimmig beschlossen. Dankeschön. Dann kommt jetzt die Satzung zum Bebauungsplan. 352 Schwanstraße. Ausschuss für Umwelt und Energie 4:0-2. Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 8:0-0. Herr Giedlich zur Satzung. Bitte schön. Ja, Giedlich, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Sie alle kennen die Genese, denke ich mal, dieser Drucksache. Wir haben ja vor einiger Zeit hier im Stadtrat nochmal darüber gesprochen, über die Ausgleichsmaßnahmen
die dort getroffen wurden, beziehungsweise getroffen werden sollten, wohl auch getroffen wurden. Ich will jetzt auch nicht mehr zu sehr ins Detail gehen. Jedenfalls sollten diese in Buckau stattfinden. Das fand der Stadtrat hier und da muss ich mich bei Ihnen nochmal alle bedanken, als nicht angemessen für eine Baumaßnahme in Ottersleben. Somit haben wir das nochmal zurückverwiesen an die Stadtverwaltung, dass sie nochmal mit dem Investor zusammen eine andere Möglichkeit findet, in Ottersleben das eben auszugleichen. Es wurde erst immer gesagt, das geht nicht, man kann das in Ottersleben nicht ausgleichen, dazu ist kein Platz. Jetzt anscheinend doch ein Ort gefunden, wo die Ausgleichsmaßnahme stattfinden konnte. Da nochmal vielen Dank dafür. Ja, es zeigt auch, denke ich, dass in der Zukunft das möglich sein wird und es hat auch mal ein klares Signal an die Verwaltung gesendet und auch an die Investoren, dass wir diesen Beschluss, den wir hier vor einiger Zeit gefasst haben, dass wir ortsnahe Kompensation wollen, von Baumfällungen, Eingriffen in die Umwelt, dass die auch tatsächlich ortsnah stattfinden muss. Und da nochmal vielen Dank an Sie alle und dem werden wir auch so, wie es jetzt ist, zustimmen. Dankeschön. So, da kommen wir zur Abstimmung der Satzung. Wer der Satzung zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Gegenstimmen? Enthaltung? 41 zu 0 zu 0. Super. 625, Zwischenabwägung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, Agnetenstraße 2021, Ausschuss für Umwelt und Energie 4 zu 0 zu 1, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 8 zu 0 zu 0. Einbringung gewünscht, sehe ich nicht Redebedarf, sehe ich auch nicht, wer der Zwischenabwägung zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist einstimmig. 626, öffentliche Auslegung des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, Agnetenstraße, Ausschuss für Umwelt und Energie, 5 zu 0 zu 0, Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau und Verkehr, 8 zu 0 zu 0. Einbringung sehe ich nicht, Redebedarf sehe ich auch nicht. Wer der Auslegung zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön, Gegenstimmen, Enthaltung, auch einstimmig. 627, Auswertung, Ergebniswettbewerb, Umfeld, Hyperschalle bei einer Stadthalle, dritte Fortschreibung, städtebaulicher Rahmenplan, Ausschuss für Umwelt und Energie, 6 zu 0 zu 0, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus, regionale Entwicklung, empfohlen mit 5 Ja-Stimmen, Kulturausschuss 4 zu 0 zu 0, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, geändert, empfohlen, 8 zu 0 zu 0. Es gibt ein Änderungsantrag, ja genau, das SDBV und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat beantragt Einzelabstimmung der Punkte 1 und 2. Herr Scheinemann, möchten Sie einbringen? Nein, dann kann Herr Gruber seinen Änderungsantrag einbringen. Unseren, Grube SDBV. Okay. Zwei Vorbemerkungen, bevor ich zum Änderungsantrag komme. Wir sind froh, dass es den Rahmenplan in der jetzigen Form gibt. Wir haben ja alle vor etwa einem halben Jahr einen sehr qualitativ hochwertigen Gestaltungswettbewerb erlebt, wo es am Ende auch eine durchaus enge Entscheidung über den Sieg gegeben hat. Das spricht dafür, dass das, was da vorgelegt wurde, zum Teil eine sehr hohe Qualität gehabt hat. Insofern sind wir froh, dass der Siegerentwurf jetzt zu einem großen Teil tatsächlich auch in den Rahmenplan eingearbeitet wurde. Der OB hat vorhin die Hyperschale erwähnt. Wir haben vorhin die Grundsatzentscheidung darüber getroffen, die Stadthalle zu sanieren. Und jetzt haben wir mit dem Rahmenplan den Startschuss, oder sollten wir mit dem Rahmenplan den Startschuss dafür geben, auch das entsprechende Umfeld zu diesen beiden, beziehungsweise mit Pferdetor und Alwin-Müller-Turm, vier Bauwerken, die ja durchaus eine bauhistorische Bedeutung für die Stadt haben, zu geben. Dann will ich noch eine Bemerkung machen, die ich auch bitte ins Protokoll aufzunehmen. Wir haben das im Bauausschuss auch besprochen, da steht es auch im Protokoll drin. Wir haben aber keinen Änderungsantrag draus gemacht. Das ist zum Ersten, dass wir darum bitten, wenn die Baumaßnahmen stattfinden, dass so abgestimmt wird mit den sonstigen Nutzerinnen und Nutzern des Parks, dass das möglichst nicht in die Perioden fällt, wo das Hauptgeschäft zu erwarten ist. Das heißt, möglichst nicht im Sommer, so dass irgendwie geht. Und das Zweite ist, dass die Ausschreibungen, die ja wahrscheinlich notwendig sein werden, so abgestimmt sind, dass alles das, was da an Fördermitteln zu beantragen ist, beziehungsweise was auszuschreiben ist, auch miteinander koordiniert wird. Die Zusage gab es auch, das hätte ich ja gerne trotzdem nur im Protokoll.
Ansonsten gibt es zum Rahmenplan noch drei Änderungswünsche, was die weitere Bearbeitung, das ist ja ein lebendes, atmendes Dokument, das ist also mit dem Beschluss heute nicht abgeschlossen, was also weiter bearbeitet werden soll. Das ist einmal die Gestaltung des Heinrich-Heine-Platzes. Dazu gab es im Wettbewerb auch den ein oder anderen Vorschlag, allerdings nicht im Siegerentwurf. Einer der Gründe für die Umgestaltung des Parks ist ja gewesen, den ruhenden Verkehr, ich sage jetzt mal das blinkende Blech im Sommer, aus dem Eingangsbereich des Parks herauszukriegen und eine etwas schönere oder eine sehr viel schönere Entree-Situation zu schaffen. Und das bedingt natürlich, dass man die Vorfahrt, die wir jetzt am Heinrich-Heine-Platz haben, mit diesem großen Vorfahrtsviereck einfach nicht brauchen. Das heißt, auch da muss es nochmal eine Umgestaltung geben. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man die grüne Insel in der Mitte einfach nimmt, den Beton außen wegnimmt und einfach die grüne Insel erweitert, zum Beispiel. Aber bin kein Stadtplaner, gibt es bestimmt auch noch andere Ideen. Das Zweite, was wir dann bitten zu berücksichtigen, also übrigens ist in dem Änderungsantrag ein ganz kleiner Lapsus drin, das muss natürlich auch oben nicht bearbeiten, sondern überarbeiten heißen. Richtig ist das, was nachher rot ist. Der zweite Punkt ist, dass nochmal betrachtet werden soll, ob die Anzahl der Stellplätze gerade nach dem Beschluss zur Sanierung der Stadthalle ausreicht. Wir hatten damals im städtebaulichen Wettbewerb als Grundlage, weiß ich noch, 500 Stellplätze erhoben. Wir haben auf der anderen Seite auch noch den Parkplatz an der Sternbrücke. Das muss man alles noch mit dazu rechnen. Insofern ist das erstmal ein Prüfauftrag. Ob der dann anders ausgeht, ist eine andere Frage, aber geprüft werden soll es. Dann soll geprüft werden, wie wir das machen, Vorfahrt vor die Stadthalle. Ich sage jetzt mal Menschen mit Behinderung oder Menschen in Abendgarderobe. Da auch die Anregung mit der MVB zu prüfen, ob man im Veranstaltungsfall zum Beispiel einen Shuttleverkehr, Sternbrücke, Parkplatz und Stadthalle einrichten kann. Und das Letzte ist dann die Verbesserung der ÖPNV-Anbindung. Da kam zum Beispiel die Anregung, eine Buslinie wiederherzustellen, die es wohl zu DDR-Zeiten mal gegeben hat, wo ich den Altvordern glauben muss, an die ich mich nicht mehr erinnere. Man konnte wohl am Stadt Prag einsteigen und an der Stadthalle aussteigen. Das wäre natürlich mindestens im Veranstaltungsfall, aber auch saisonal zur Nutzung des Parks eine sehr schöne Angelegenheit. Auch das bitten wir in Zusammenarbeit mit der MVB zu prüfen. Insofern bitten wir um Zustimmung zum Änderungsantrag und auch zur Gesamtdrucksache. Vielen Dank. Herr Gedlich, bitte. Damals gab es da Stadtpark. Jetzt gibt's man konnte am Stadtpark einsteigen. Aber jetzt kannst du es nicht aufnehmen lassen. Tim Gedlich fragt zumindest noch nicht die Grünen. Ja, insgesamt finden wir den Entwurf für das Umfeld der Stadtteile auch recht gelungen mit ein paar Einschränkungen. Das ist auf der einen Seite, dazu habe ich hier auch den entsprechenden Änderungsantrag dann mit die Änderungswünsche eingebracht, diese Bushaltestelle vorne noch, hat Herr Gruber ja schon richtig gesagt, dort wieder hin zu verlegen, um die Busanbindung eben zu verbessern. Auf der anderen Seite, was wir uns noch fragen, ist, 500 Parkplätze sollen da jetzt an die Stadthalle ran. Es gibt noch im Elbbahnhof noch Parkplätze und so weiter. Ist die Frage, wir fragen uns, ist denn wirklich der Bedarf dazu da? Sie sagen hier, Sie wollen die Anzahl der Parkplätze erhöhen, aber wir haben keine Zahlen. Wir haben keine Zahlen, die sagen, das ist unbedingt notwendig. Wir haben keine Zahlen, wie viele wirklich mit dem Auto dort anreisen oder wie viele dann, sage ich, an der Planckstraße aussteigen und dann die, ich weiß nicht, wie viele Meter es sind, zu Fuß gehen. Natürlich müssen die nicht zu Fuß gehen können, weil sie beeinträchtigt sind, beispielsweise auch die Möglichkeit haben, vor die Stadthalle vorgefahren zu werden. Deswegen würde ich auch beantragen, diesen Punkt Vorfahrt für die Stadthalle nochmal getrennt zu den Parkplätzen nochmal einmal abzustimmen. Das ist so leider im StBV nicht erfolgt. Das wäre aber hier an dieser Stelle, fände ich das wichtig. Den werden wir dann auch zustimmen, Vorfahrt vor die Stadthalle im Gegensatz zu den mehr Parkplätzen an dieser Stelle, die man sich, glaube ich, sparen kann, wenn man für eine attraktive ÖPNV-Anbindung sorgt. Danke. Frau Böck, bitte. Helga Böck, links für Magdeburg. Ich bin jetzt etwas irritiert. Gestern Abend hat es einen Workshop, was die Rote Horninsel betrifft, hat es gegeben. Waren etliche dort auch, haben mitdiskutiert. Es hat auch eine ganze Menge Vorschläge gegeben. Jetzt sind wir hier schon in so einer Art Beschlussfassung. Wie wird denn das jetzt eingeordnet? Dr. Scheidemann, bitte. Frau Böck, es ist eine Frage des Maßstabes. Der Rahmenplan ist ja weder eine konkrete Bauleitplanung, also sehr präzise, er gibt den Rahmen vor. Und einige Themen
haben wir nicht im Rahmenplan behandeln können, weil der Rahmenplan großflächig, großmaßstäblich rangeht. Er wird jetzt auch noch weiter präzisiert durch einen Auftrag, den wir im Umfeld der Stadthalle erteilen. Der Rahmenplan setzt Eckpunkte. Aber die Dinge, die gestern im Workshop behandelt worden sind, ich habe ja die Einleitung zum Workshop gemacht, sind präzisere Dinge, die später in eine Bauleitplanung oder in die konkrete Planung des Umfeldes der Stadthalle einfließen. Also es ist eine unterschiedliche Maßstabsebene. Der Rahmenplan gibt den Großgruppenmaßstab vor. Die Dinge, die gestern im Workshop beschlossen worden sind, fließen dann in die weiteren Planungsschritte, die noch folgen werden, ein. Herr Rupsch. Rupsch, Fraktion CDU, FDP, Bund für Magdeburg. Ich kann auch den Änderungsantrag des SCBV folgen. Einfach aus dem Grund, auch die Stellplätze brauchen wir, weil ich fahre öfters mal mit meiner Familie mit dem Fahrrad dort lang, auch am Wochenende, und dann sehe ich öfters, wie viel Chaos dort herrscht, gerade vor der Stadthalle. Und wenn jetzt Veranstaltungen sind, wird ja zum Teil auch der Platz vor der Stadthalle gesperrt. Das heißt, viele Autofahrer fahren da im Kreisel umher und gucken und schauen. Zum Teil stehen sie nachher sogar ordnungswidrig irgendwo in einer Ecke. Und deswegen plädiere ich hier nochmals, gerade auch in Betracht für die Stadthallensanierung werden ja die Veranstaltungen dann nicht weniger. Wir brauchen diese Stellplätze in diesem Bereich, auch für Autofahrer. Nicht jeder ist Magdeburger, der zum Besuch hier in die Stadthalle kommt, und der ist angewiesen. Danke. Danny Hitzeroth, bitte. Ja, Hitzeroth für die SPD-Fraktion. Ich wollte das nochmal deutlich machen, dass das Thema bessere ÖPNV-Anbindung, was wirklich den Stadtpark anbelangt, ich sag mal, schädlich ist für die weitere Entwicklung, so wie sie sich derzeit darstellt, auch in Verbindung zu sehen ist mit der Erweiterung der Parkplätze. Das spricht zwei verschiedene Zielgruppen an. Das kann man sozusagen jetzt nicht gegeneinander abwägen, sondern das eine ist durchzuführen und das andere ist ebenfalls zu prüfen. Hinsichtlich der Parkplätze ist das auch dargestellt worden, dass die Flächen dafür da sind. Es ist jetzt sozusagen eine, ich sag mal, Erweiterung möglich in den nördlichen Bereich hin zum MDR-Gebäude. Und Frau Keller vom Stadtplanungsamt hat auch schon, ich sag mal, sich Ideen geholt, so hat sie es im Bauausschuss beschrieben, in anderen Städten, was es da für Möglichkeiten gibt, das im Prinzip auch in das Bild des Ganzen einzupflegen, dass es eben auch den Stadtpark sozusagen jetzt nicht als Betonwüste dastehen lässt. Insofern werbe ich jetzt für die Zustimmung für beide Änderungsanträge. Danke. So, ich habe jetzt Herrn Kutschmann, Herrn Stern und Herrn Häusler, dreimal CDU und danach Herrn Assmann. Bitte schön, Herr Dr. Kutschmann. Herr Vorsitzender, ich möchte nur meiner Freude zum Ausdruck verleihen, dass wir jetzt einen Beschluss aus dem Jahre 2005 realisieren. Im Jahre 2005 haben wir mit Beschlussnummer 835-26 aus 06 diese Dinge, die wir heute besprechen, alle schon mal beschlossen. Und ich bin froh, dass nach 12 Jahren nun endlich das realisiert wird. Unter anderem auch Personalverkehr, Hyperschale und so weiter. 12 Jahre, tolle Zeit. Mehr wollte ich nicht sagen. Herr Stern. CDU, BFN, FDP. Diese Diskussion, wie wir sie jetzt hier haben um die Einstellplätze, die muss sicherlich zwei Zielgruppen, das ist ganz richtig, Herr Gedlich, zwei Zielgruppen mit im Auge haben. Einmal für den ÖPNV, die anreisen, den Bus mitnutzen. Aber es gibt auch Menschen, Herr Gedlich, wenn Sie dann mal mit Ihrer Freundin später mal zur Tanzveranstaltung gehen, zum Tanzturnier, Herr Gedlich, dann werden Sie wissen, was denn was es da für Bedürfnisse gibt, wie die Frauen gerne vorfahren möchten und nicht da einen Kilometer, sage ich mal, dennoch laufen möchten. Das möchte ich Ihnen ja ganz eindeutig sagen. Also das wird vielleicht auf Sie auch noch drauf zukommen. Das kommt, und ich darf nur als Beispiel mal nennen. Gucken Sie sich das mal an, wie das in Dortmund, Westfalenhalle gelöst ist. Gucken Sie sich das an, wie das in Braunschweig gelöst ist. Und jetzt am Kulturpalast in Dresden. Unterirdische Zufahrten, unterirdisches Parkhaus. Man fährt mit Aufzug hoch und ist drin im Kulturpalast. Wunderbar. Aber das können wir uns hier nicht noch erlauben. Das wären noch mal ein paar Millionen, die wir dann in die Hand nehmen müssen. Also müssen wir ja eine Lösung finden, sage ich mal, die noch was anderes bietet. Aber andere Städte sind in dieser Beziehung weiter. Herr Häusler, bitte. Häusler, CDU, BFM, FDP.
Ich wollte nur noch mal auf die Parkplatzsituation hinweisen. Ich hatte das Glück, schon mal zu versuchen, mit dem Bus nach einer Veranstaltung zu fahren. Es waren sogar zwei Busse da. Ich habe mir einen Kopf gefasst, bin nachher zu Fuß nach Hause gegangen. Man sollte, der ÖPNV ist eine gute Sache und es ist sehr wichtig, weil ja keine Straßenbahn fährt über die Brücke. Aber das Problem, was wir eindeutig haben, ist bei Großveranstaltungen und auch bei Veranstaltungen in der Stadthalle, wo knappe 2000 Leute oder Gäste Platz haben, dort den Abend zu genießen, dennoch den Abend ordentlich zu beschließen bzw. hinzukommen und dementsprechend auch die Möglichkeit zu haben, dann ihre Fahrzeuge abzustellen. Schlimm genug ist es, und das ist natürlich auch eine Gestaltungsfrage, dass die Parkplätze vorgesehen sind, da wo die alten Messehallen abgerissen sind. Das ist eine ziemliche Strecke und ich muss ehrlich sagen, ich bin es noch nicht gegangen, aber das ist schon in Abendgarderobe, ich sage mal doch, ich will mal nicht sagen förderlich, um eine Veranstaltung zu besuchen. Es gibt Fans, die kenne ich persönlich, die laufen vom Elbebahnhof, das heißt vom Schleinuferparkplatz rüber über die Sternenbrücke zur Stadthalle, aber das ist nicht, nicht die große Masse. Darum unheimlich wichtig, Parkplätze, auch für Großveranstaltungen, wenn da 10.000, 15.000 Leute in den Stadtpark wollen, wie kommen die in den Stadtpark? Die fahren nicht alle mit der Straßenbahn und laufen, sondern die brauchen auch einen Sammelparkplatz, einen größeren Wiesen, wo sie parken dürfen, damit die dann halt eben dementsprechend den Parkplatz, die Veranstaltung genießen können. Danke. Herr Oberbürgermeister. Also ich finde diese Debatte jetzt nicht besonders weiterführend, weil wir brauchen doch beides. Wir wollen eine ÖPNV-Anbindung kommen, über die Sternbrücke kann die auch irgendwann realisiert, das geht ja alles. Aber trotzdem brauche ich auch Parkplätze, weil natürlich nicht nur die Veranstaltung, sondern gehen Leute zum Laufen hin, zum Radfahren hin. Ich muss unbedingt an der, und wir wollen die ja weghaben, hinter der Stadt soll der Schluss sein. Da ist Schluss, aber die Vorfahrt, das ist ja eine Sondersituation. Ich darf vorfahren, aussteigen, weiterfahren, nicht parken da an der Stelle. Das ist doch alles völlig d'accord, wie man das machen kann. Ich fahre vor, sitze meine Frau, setze das Schein selber aus und dann fahre ich, oder lasse das Auto wieder wegfahren. Aber das wird dann nicht mehr geparkt auf dem Heineplatz, sondern es wird geparkt auf der anderen Seite. Und der Weg ist doch nicht sozusagen unendlich lang, den kann man doch schaffen. Herr Aßmann. Wer ein Fahrrad lässt wegfahren. Ja. Aßmann, die Verlegung des Parkplatzes weg vom Heinrich-Heine-Platz ist für die Gesamtsituation schon sehr zu begrüßen. Ich bin trotzdem so ein bisschen verwundert von dieser Diskussion. Wir sprechen ja die ganze Zeit über Parkplätze. Wir haben vorhin über Mobilitätszentrum gesprochen. Wir sprechen eigentlich immer nur über Autos und nicht über Mobilität an sich. Das, was wir dort brauchen für diese Stadthalle, wäre tatsächlich ein Mobilitätskonzept. Das heißt, wenn da Veranstaltungen sind, wie können dann Menschen, auch in größerer Anzahl, auch die 2000 und die 2500 oder wie viel auch immer, dann gut und effizient mit dem ÖPNV wegtransportiert werden. Wir reden hier über zwei kommunale Unternehmen, die MVB und die MVWG, die da zusammen agieren. Das sollten wir als Stadt eigentlich hinbekommen, dass wir das haben und dass wir uns dann nicht diesen städtebaulich spannenden Bereich zwischen Stadtteil und Hyperschale mit einem Parkplatz verschandeln. Das ist das, was aktuell in der Planung drin ist. Sie haben eigentlich ein schönes Bild und dahinter ist ein Parkplatz. Das ist städtebaulich tatsächlich nach der aktuellen Planung, finde ich das nicht schön, da könnte man schönere Sachen und andere Dinge damit machen. Und da sollten wir auch hinziehen. Und es ist auch eher spannend, wenn man davon spricht, Gäste von außerhalb müssen bis vor die Stadthalle sozusagen fahren. Ist es denn nicht schöner? Wir haben doch einen wunderschönen L-Blick von der Sternbrücke, dass die Gäste lieber in der Innenstadt, wo es auch genug Parkhäuser gibt in dem Bereich, dann über die Sternbrücke zum Beispiel, dass wir auch mal das Panorama der Stadt genießen, zur Stadthalle laufen. Da gibt es genug Parkplätze, wir brauchen nicht unbedingt das Weitere. Und auch sehr wichtiger Punkt, wo ich aber denke, dass das Stadtplanungsamt daran selbsttätig denkt, ist Radverkehrsabstellanlagen. Wir sprechen über Tausende von Parkplätzen, niemand spricht hier über Radverkehrsabstellanlagen. Wir gehen einfach davon aus, dass die dann damit in ausreichender Menge vorgesehen werden. Das ist manchmal ein bisschen unschicklich. Herr Kamel hat jetzt ungefähr noch 2,5 Minuten. Die nutze ich nicht die 2-3 Minuten, sondern Kanäle, Bündnis 90 Grün. Wir können, glaube ich, so in unserer Fraktion dem sowieso nicht zustimmen. So sehe ich das, weil in diesem Rahmenplan oder in diesem Wettbewerbsergebnis die eigentliche Kanonenbahnverbindung, die als Radwegverbindung von Biederitz bis zur Elbe geplant war, nicht enthalten ist. Und da habe ich so eine dumme Antwort gekriegt von einem Beigeordneten. Ja, das ist ja auch außerhalb des Plans, die Brücke. Die eine Brücke, gar keine Frage.
war ein bisschen frech. Aber es geht ja um die Verbindung. Und die Verbindung ist hier nicht enthalten. Und damit haben wir, was im Radverkehrskonzept 2004 angedacht ist, ad acta gelegt. Das ist der eine Punkt, den ich sagen wollte. Da bin ich auch fertig. Der zweite Punkt. Wir haben, Herr Hetzeroth, also Danny Hetzeroth meine ich jetzt, im Betriebsausschuss ausdrücklich in zwei Stufen beschlossen und haben nur dem ersten Passus zugestimmt, weil eigentlich die Überarbeitung des Rahmenplans dann erst noch passieren muss. Und weil uns diese Beschlussfassung im zweiten Anstrich zu weitgehend ist, weil wir wollen den erst dann nochmal sehen. Und ich glaube, das hatte auch Herr Dr. Scheidemann eben schon deutlich gemacht, dass das dann natürlich eingearbeitet werden muss. Also deshalb bitte nur zustimmen, wenn überhaupt, dem Plan, dem Teil 1. So, Herr Gede, ich habe noch 50 Sekunden. Danny Hetzeroth, bitte. Ja, noch mal ganz kurz drei Klarstellungen. Das erste, Herr Assmann, die Fläche zwischen Stadthalle und Hyperschale ist eben in dem neuen Plan sozusagen nicht mehr als Parkfläche ausgewiesen, sondern im Prinzip auch für verschiedenste Veranstaltungen etc. Und der Parkplatz soll auf dem Bereich der alten Messehallen, ich sag mal, für Magdeburger ist das natürlich auch ein Begriff. So, das zweite ist das Thema des Rahmenplans, der Fortschreibung, Jürgen. Ich hatte damals auch dem zweiten Punkt erst nicht zugestimmt im Betriebsausschuss. Ich habe mir aber von Frau Keller nochmal die zweite Fortschreibung und jetzt die dritte Fortschreibung kommen lassen. Und da wurde auf dem Gesamtplan nochmal deutlich, das haben wir im Bauausschuss auch so besprochen, dass im Prinzip jetzt nur der Bereich rund um Stadthalle Hyperschale geändert wird, die, ich sage mal, Petersbrücke, glaube ich, wie wir sie immer umgangssprachlich genannt haben, Dr. Peters, genau, ja, Entschuldigung, sozusagen rausfällt, und die Kanonenbahnbrücke. Und ich sag mal, das Thema Kanonenbahnbrücke, Jürgen, du weißt es, wir haben mehrheitlich im Prinzip den Beschluss gefasst, dass das Thema eigentlich ad acta gelegt ist und zugunsten des Hochwasserschutzes geopfert werden soll. Und insofern diese andere Brücke dort vom Fürstenwall rüber, die ist eh nicht realisierbar gewesen. Insofern enthält diese dritte Änderung und die dritte Fortschreibung des Rahmenplans keine neuen Dinge, bis auf das Thema Hyperschale Stadtteilenareal. Insofern kann man beiden Beschlusspunkten zustimmen. Und jetzt gehen wir in die Abstimmung, und zwar zuerst den Änderungsantrag, und zwar punktweise. Punkt 2, dann den ersten Teil des Punkt 3 und den zweiten Teil des Punkt 3, so wie es gewünscht war. Und Punkt 4 habe ich draus gemacht, aber das ist eigentlich, ja. Also wir stimmen hier punktweise ab, der Punkt 2 wird geändert. Ist richtig? Der Punkt 2 wird geändert und wir stimmen über jede einzelne Maßnahme ab. Punkt 2, Änderung, Fortschreibung städtebaulichen Rahmenplans, Rotoren Insel mit ersten Preis, Wettbewerb, Umfeld und so weiter. Wer dem zustimmen kann, bitte aufs Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen, Enthaltung. Bei einer Enthaltung ist dieser Punkt einstimmig beschlossen. Jetzt käme Problematik des Routenverkehrs mit besonderer Aufmerksamkeit gewidmet werden. Vorfahrt vor die Stadthalle, Erhöhung der Anzahl der Stellplätze. Wer dem Punkt zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Jawohl. Ja, mache ich ja. Danach. Jawohl, die Stellplätze extra beschlossen haben. Ach so, und Verbesserung der ÖPNV-Bindung kommt auch noch. Ja, das ist das dritte dann. Okay, dann trennen wir das. Okay. Dann trennen wir das sofort, Vorfahrt vor die Stadthalle. Ja? Das als erstes stimmen wir das ab. Wer dem zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Ja, Dankeschön. Gegenstimmen. Enthaltung. Was ist das? Keine Enthaltung. Nein. Bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen. Jetzt kommen die Stellplätze. Erhöhung der Anzahl der Stellplätze. Wer dem so zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. Alle für Elektro. Dankeschön. Gegenstimmen. Acht. Okay. Da kommen doch nur noch Elektroautos hin. Seid doch mal ganz relaxed. Enthaltung. Zwei Enthaltungen, mehrheitlich zugestimmt bei 8 Gegenstimmen. Und jetzt den letzten Punkt, Verbesserung der ÖPNV-Anbindung. Wer der Verbesserung der ÖPNV-Anbindung zustimmt? Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltung? Einstimmig.
Also ich muss jetzt sagen, dieser Antrag ist jetzt zwar punktweise abgestimmt, aber unverändert. Der Änderungsantrag. So, jetzt stimmen wir punktweise den... Brauchst du doch nicht mehr. Nee, nicht mehr punktweise. Brauchst du nicht mehr punktweise? Jetzt haben sich ja. das ja durch die Punkte schon geändert. Na gut. Dann können wir jetzt den Ursprungs... die Ursprungsdrucksache abstimmen. Antrag. Nee, das ist eine Drucksache abstimmen. Die Ursprungsdrucksache abstimmen in geänderter Form. Wer das... Wer dem so zu... In zwei Punkten, wollen Sie doch. Was für zwei Punkte denn? Das hat sich doch schon geändert durch die Einzelabstimmung. Punktweise jetzt. Dann stimme ich so punktweise ab. Wer dem Punkt 1 zustimmen kann, der Ursprungsdrucksache, bitte das Kartenzeichen. Das geht hier. Dankeschön. Gegenstimmen. Zwei Gegenstimmen. Enthaltung. Vier Enthaltungen, zwei Gegenstimmen, aber mehrheitlich so beschlossen. Jetzt Punkt 2. Wenn der Punkt 2 zustimmen kann, bitte das Kartenzeichen. In der geänderten Fassung, nach wie vor. Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Enthaltung? Zwei Enthaltungen. Zwei Enthaltungen, eine Gegenstimme. Ebenfalls mehrheitlich beschlossen. Damit gehen wir jetzt in die Pause bis 19.05 Uhr. So lange. So, meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Wir haben jetzt einen Vorschlag zur Verfahrensweise. Da wir alle schon ein bisschen müde im Kopf sind und wir den Montag sowieso brauchen, wenn jetzt alle zuhören würden, würden Sie dann auch begreifen, was wir vorhaben. Herr Hoffmann, wir haben jetzt folgende Verfahrensweise, die ich jetzt vorschlage. Wir machen jetzt noch die Drucksache 629, verschieben die ISEC auf Montag, machen danach die Anfragen an die Verwaltung und die Nicht-Öffentlichkeit und ISIC Montag. Und die Anträge und... Weil wir das eh nicht schaffen. Die ISIC ist nicht in zwei Stunden zu schaffen. Bitte schön, Herr Röhr. Also diese... Ich spreche mich gegen diese Variante aus, weil wir dann am Montag noch länger brauchen dafür. Und ich glaube auch nicht, dass wir so lange dafür brauchen, wenn sich alle ein bisschen disziplinieren, auch die Grünen ein bisschen disziplinieren mit ihren Anträgen und nicht für jeden Antrag ihre Redezeit ausschöpfen. Dann gehe ich davon aus, dass wir nicht ewig für das ISIC brauchen und letztendlich das durchaus noch insgesamt bis um 9 schaffen können. Und was wirklich noch übrig bleibt, wir haben auch ein paar nicht öffentliche Sachen, die wir durchaus auch am Montag noch machen könnten. Das ist also jetzt nichts, was ganz, ganz, ganz dringend wäre. Also ich würde ganz normal in der Tagesordnung weiterverfahren. Ja. Geschäftsordnungsantrag dafür oder dagegen? Bitte schön, Herr Gedlisch. Geschäftsordnungsantrag. Wir haben einen Geschäftsordnungsantrag gestellt, genau. Einen Geschäftsordnungsantrag gestellt darauf, dass auf Montag zu verschieben ist. ISEC, habe ich eben mitgehört. Ja. Ich möchte für diesen Geschäftsordnungsantrag sprechen. Wir hatten schon im STBV kaum Möglichkeiten, darüber zu reden, über Änderungsanträge, weil wir das ISEC erst zu spät, erst recht spät diskutieren konnten. So ähnlich geht es unseren Kollegen von der Linken. Und wir würden auch gerne Möglichkeit haben, unsere Änderungsanträge richtig zu diskutieren. Wenn wir schon hier leider im Stadtratausschuss Arbeit machen müssen, weil das ISEC beschlossen werden muss, da gibt es auch zwei Meinungen zu, ist, weiß ich auch, im STV wurde auch im STV diskutiert, dass es eine andere Meinung gibt, dass es nicht unbedingt heute beschlossen werden muss. Aber es ist ein anderer Schuh, aber da möchte ich zumindest die Möglichkeit haben, dass wir zumindest mal unsere Änderungsanträge richtig diskutieren und hier keine Schnellschüsse machen. Und deswegen bin ich dafür, Montag weiterzumachen. Danke. Ja, Hoffmann macht das für die CDU-Fraktion. Wer macht das für die CDU-Fraktion? Ja, bitteschön. Also ich bin jetzt etwas irritiert, weil was wir jetzt machen, wir verschwenden erstmal wieder Zeit, wenn wir über Geschäftsordnung diskutieren. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sein soll. Ja, weil was Herr Gittlich gerade gesagt hat, macht mir gerade Angst. Denn ich, ja, aus dem einfachen Grund, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass wir das ISEC heute, so wie es ist, als Basis beschließen und die Änderungsanträge ja gar nicht Bestandteil sind, weil andere Fraktionen haben keine gestellt, weil eben nochmal vereinbart war, dass man im weiteren Verfahren dann noch die Details einpflegt. Ja, also sollten wir jetzt eine stundenlange Diskussion zum ISEC erfolgen, dann schaffen wir heute sowieso nur noch das ISEC mehr nicht, dann sitzen wir bis zum 9. mindestens noch hier. Also ich bin momentan etwas irritiert. Ich hätte mir jetzt gehofft, dass die Leute, die Änderungsanträge gestellt haben, sagen, wir ziehen und wir lassen unsere Anträge überweisen in das weitere Verfahren, dann hätten wir es heute noch geschafft. Also ich bin momentan wirklich etwas unentschlossen, wie wir verfahren. Solange jetzt die Aussage steht, wir diskutieren, dann weiß ich nicht über was, aber mir ist es egal.
Ja, Herr Scheunchen darf jetzt noch für die Linke sprechen und dann stimmen wir darüber ab, ob wir wie wir in der Tagesordnung fahren. Wir wollten eigentlich ganz gerne einen entspannteren Abend machen, aber wir können das auch durchziehen. Ja, Scheunchen, die Linke Future. Meine Fraktion beantragt, die Anträge zum Thema ISEC auf die August-Sitzung zu verschieben. Das ist ja ein komplett neuer Antrag. Dann kann ich dazu auch reden. Dann darf jetzt die SPD dazu auch reden. Bitteschön. Also ich würde mal einen Verfahrensvorschlag machen und hoffe, dass der Beigeordnete nickt, dass das dann unschädlich ist. Ich würde dafür werben, dass wir heute formal die Änderungsanträge alle zurückziehen und heute nur das Basis-ISEC beschließen. Dass wir dann das ISEC in den nächsten Bauausschusssitzungen und welche Ausschüsse auch immer das noch wollen, aufrufen und alle Änderungsanträge, die es heute dazu gibt, beschließen. Also behandeln und dann das ISEC quasi in der nächsten Stadtratssitzung ändern. Der Hintergrund ist folgender. Wir brauchen das als Bestandteil für die Beantragung der Städtebaufördermittel. Das heißt, wir müssen ein ISEC dahin schicken. Das können wir auch ändern, sodass mein Verfahren dann funktionieren würde. Aber beschließen müssen wir ein ISEC heute. Und deswegen bleibe ich dabei, wir wären dazu bereit, unsere Änderungsanträge zurückzuziehen, wenn ihr das auch seid. Wir würden das heute abstimmen, wir würden jetzt vereinbaren, dass die Verwaltung die Drucksache nochmal vorlegt in der nächsten Bauausschusssitzung, und welche Ausschüsse das immer auch wollen. Und wir würden unsere Änderungsanträge dann dort nochmal stellen. Und dann würden wir in der August-Sitzung das ISEC in der geänderten Variante nochmal beschließen. Das wäre jetzt unser Angebot als SPD-Fraktion. Herr Dr. Scheidemann, dann Herr Kanil. Dr. Ruhe, das ist im Grunde genommen der Kern. Unsere jetzigen Fördermittel sind schon unter Vorbehalt gesperrt. Also wir kriegen keine Auszahlung der Fördermittel, wenn wir nicht das ISEC abgeben. Das gilt schon für die jetzt vorhandenen Fördermittel. Ich würde dann offiziell das, was Sie vorgeschlagen haben, Herr Dr. Grube, als erste Fortschreibung des ISEC titulieren und im August die erste Fortschreibung beginnen. Herr Kanil. Bündnis 90 Grüne. Ich denke, das kann man unter der Voraussetzung machen, wenn man jetzt auch diese ganzen Änderungsanträge schon von der Verwaltung mal sich ansieht und auch prüfen lässt. Denn die meisten Änderungsanträge, die wir hier gestellt haben, sind einfach, also einige sind inhaltlich durchaus anderer Art, aber es sind auch welche, die einfach aus Schlamperei, beziehungsweise weil seit 2015 zwei Jahre vergangen sind und die einfach aktualisiert werden müssen. Ja, wenn wir also Schulen neu beschlossen haben, als Beispiel nur mal, dann gehören die in das Konzept rein. Weil wir müssen eine vollständige Infrastrukturplanung eigentlich übergeben, die aktuell ist. Und das Aktuelle hat uns an vielen Punkten da gefehlt. So, Herr Kanier, es ist aber ein Weg aufgezeigt. Und jetzt wäre jetzt die Frage, sind alle einverstanden, dass die... Bitte schön, ihr müsst mich ausreden lassen. Es wird jetzt darüber abstimmen, dass wir die Änderungsanträge zurückziehen, dass... Wenn ihr das so macht, an die Verwaltung kann man sie auch überweisen. Also man kann sie nicht an die Verwaltung überweisen, sondern man muss sie zurückziehen und sie werden im Ausschuss dann behandelt. Das ist zugesagt. Vom Ausschussvorsitzenden hier im Protokoll zugesagt. Ja? Herr Theiler, wir müssen erstmal über die Geschäftsordnung jetzt sprechen, die wir jetzt schon oft gebrochen haben. Wir haben also zwei Geschäftsordnungsanträge, die jetzt offen sind, über die wir jetzt abstimmen müssten. Hier eine Klage. Ja, das ist der erste, der weitestgehende. Der wäre von ihm zurück in August zu wandeln. Das ist, glaube ich, darüber sollten wir zuerst abstimmen, weil wir den erstmal abschließen müssen. Herr Theile nochmal. Na, dann bitte schön, Herr Theile. Vorsitzender, zu denen jetzt, wo wir darüber abstimmen wollen, wollte ich gerne noch was sagen. Wir haben ein Problem. Wir sind als Fraktion nicht in dem Ausschuss, wo die Änderungsanträge, wenn wir dem jetzt zustimmen, dem Verfahren, behandelt werden. Da können wir gerne hingehen, da müssen wir aber jedes Mal fragen, ob wir mal zur Diskussion sprechen können. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe Herrn Grube schon gefragt, die Möglichkeit wäre da mit einem Änderungsantrag, ich finde das aber schwierig. Ich mache nicht extra einen Änderungsantrag, damit wir da reden können. Ich würde darum bitten, dass wir das zu Protokoll nehmen, dass wir für diesen Ausnahmefall sowohl Stimmrecht als auch Mitspracherecht haben. Stimmrecht wird nicht gehen, aber Sie haben Mitspracherecht dort. Gut. Rederecht. Hat nicht geklappt.
Parteien, ist in Ordnung. Der Ausschussvorsitzende hat zugesagt, dass Sie Rederecht haben im Ausschuss. Das ist auch zu Protokoll gegeben. Also müsste ich jetzt erstmal den von Herrn Scheunchen, der zieht zurück, dann würde ich jetzt abstimmen darüber, über den Geschäftsordnungsantrag. Es war ja gar kein Geschäftsordnung, es wurde jetzt darüber abstimmt, dass wir jetzt Verfahren, über den Verfahrensvorschlag, dass wir jetzt die Änderungsanträge nur im Ausschuss behandeln. Ist das in Ordnung? Die sind alle zurück? Alle zurück, sind doch alle zurück. Gut, alles klar. Dann können wir jetzt nur die Drucksache besprechen. Genau. Ist das in Ordnung? Lass mal lieber Jürgen vom Mahlsein zurückziehen. Besser ist es. Nein, hat er doch. Hat er doch gemacht. Gut. Gut. Brauchen wir nicht nochmal. Dann kann ich jetzt die Skizek aufrufen. Skizek aufrufen. Einbringung gewünscht. Sehe ich nicht, Redebedarf sehe ich auch nicht. Wer dem Gisek so zustimmt, bitte für das Kartenzeichen. Änderungsanträge im Bauausschuss. Gegenstimmen? Eine Stimme. Enthaltung? Sechs Enthaltungen, eine Stimme dagegen. Mehrheitlich ist das Gisek vorbehaltlich der Änderungsanträge, die im Bauausschuss beraten werden, beschlossen. Die erste Fortschreibung wird im Bauausschuss im August stattfinden. 6.29, Kosten- und Finanzierungsübersicht zum Entwicklungsmaßnahme Rotensee, 31.12.2016. Ausschuss für Wirtschaft, Förderung, Tourismus, regionale Entwicklung, 3:0:2. Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, 7:0:1. Und Finanz- und Grundstücksausschuss, 8:0:1. Einbringung gewünscht, sehe ich nicht, Redebedarf. Sehe ich auch nicht. Wer diesen Kostenfinanzierungsübersicht zustimmt, bitte das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Enthaltung? Null. Bei einer Gegenstimme mehrheitlich so beschlossen. Tauschen wir jetzt? Ja. Und wir tauschen jetzt mal hier vorne. Hast du deine Karte? Ja. Dein Handy? Ja. Dein Blubbernwasser? Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt die Anträge auf. Zuerst die Anträge mit den entsprechenden Stellungnahmen. 7.1 Klimaneutrale Dienstreisen, Antrag 0039/17 und dazu die Stellungnahme. Folgende Voten: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regionale Entwicklung 4:2:0, Ausschuss für Umwelt und Energie nicht empfohlen 2:4:0 und Verwaltungsausschuss 4:8:0. Herr Stern? Noch ein Votum? Nein. Der Einbringer? Herr Aßmann? Ja, meine Damen und Herren, die Voten der Ausschüsse sind ja ein wenig zwiespältig. Die Recherche, warum sie ein wenig zwiespältig sind, hat auch ergeben, warum das der Fall ist. Und zwar, dass die Idee im Umweltausschuss aufkam, die ja auch nicht schlecht ist, zu sagen, wenn man eine Klima- oder eine Flugreise unternimmt, dann nimmt man das Geld, setzt das auf ein kommunales Konto und macht damit eine Ausgleichsmaßnahme vor Ort. Das wurde diskutiert, war ist auch ein guter Diskussionsansatzpunkt. Hat nur das Problem, dass wenn Sie das machen, eine Doppelbilanzierung erzeugen. Sie können damit nicht sauber bilanzieren, das heißt, Sie können das nicht als akzeptiertes und anerkanntes Instrument nehmen, um die Dienstreisen der Stadt Magdeburg klimaneutral zu gestalten und somit die Klimabilanz der Stadt im CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das funktioniert einfach rein technisch nicht. Das war der erste Diskussionspunkt, der da wohl mit zu dem Votum geführt hat. Der zweite Punkt ist, es kostet Geld, beziehungsweise niemand weiß genau, wie viel überhaupt geflogen wird. Ist eigentlich Aufgabe der Verwaltung, in der Stellungnahme glasklar zu sagen, wenn wir dem zustimmen würden, dann sind da so und so viele Dienstreisen, die mit dem Flugzeug unternommen werden, sind so und so viele Tonnen CO2. Das herauszufinden ist kein Problem. Das gibt einem jedes Reisebüro mittlerweile an oder es gibt eine Agentur, da können Sie das eingeben, das ist eine Sache von einem halben Tag, dann haben Sie das wahrscheinlich sogar für die Stadt gemacht. Hätte man machen können, wäre es drin gestanden, hätte man auch eine klare Diskussionsgrundlage gehabt. Die Schätzung liegt groß bei, es ist ein verschwindend geringer Betrag von wenigen 1.000 Euro. Das sagt dann ja aber auch die Stellungnahme der Stadt, dass diesem Ansinnen grundlegend zugestimmt wird. Was uns ja sehr freut als Grüne.
Nur, dann steht auch drin, dass darauf gewartet wird, bis der Masterplan 100% Klimaschutz abgestimmt ist. Halten wir so ein bisschen für eine Verzögerungstaktik, besonders wenn man sich anschaut, was für ein Handlungsdruck im Klimaschutz besteht. Neue wissenschaftliche Ergebnisse sagen, die CO2-Emissionen weltweit haben ihr Maximum 2020 zu erreichen. Danach müssen sie fallen, sonst wären keine Klimaziele, auch nicht das Paris-Agreement, wo Donald Trump jetzt ausgestoßen ist, erreicht. Und dann wird es schwierig für unsere nachfolgenden Generationen. Deswegen sollten wir jetzt handeln und das nicht auf die Bank schieben. Und wenn dem Ansinn zugestimmt wird, ist es ja kein Problem, das jetzt zu sagen, anstatt zu sagen, wir müssen den Masterplan abstimmen, um dann das wieder als Einzelmaßnahme abzustimmen. Dann haben wir 2 Jahre verloren, wo wir auch einfach jetzt handeln können. Das ist eine Maßnahme, die kostet niemandem weh. Es können immer noch die Dienstreisen gemacht werden. Und die Stadt hat eine einfache, schnelle Maßnahme getroffen, um die CO2-Emissionen effektiv zu senken. Deswegen bitten wir einfach um Zustimmung oder wenigstens Enthaltung. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Meine Damen und Herren, dann nicht, dann stimmen wir ab. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Danke. Wer enthält sich? Einige stimmen dafür, einige enthalten sich, aber mehrheitlich abgelehnt. 7.2, keine Abschiebung nach Afghanistan. Das ist der Antrag 0051-17, dazu die Stellungnahme. Und dazu gibt es einen Änderungsantrag. Der ist neu. Folgende Voten. Ausschuss für KRB 2-3:1, Verwaltungsausschuss 3-7:2 und Gesundheits- und Sozialausschuss 2-4:0. Der Einbringer, ja bitte. Gibt es mit einem Änderungsantrag? Herr Hempel. Gibt es mit einem Änderungsantrag? Hempel, Fraktion Die Linke Future. Als wir den Antrag eingebracht haben, konnten wir leider noch nicht ahnen, welche brutale Aktualität das Thema hat. Mittlerweile sind die politischen Gemengelagen natürlich ein Stück verschoben, sehen aber dennoch aufgrund der Aktualität dringend Handlungsbedarf und würden uns freuen, wenn der Stadtrat diesen Appell mit beschließt. Der Stellungnahme der Verwaltung folgen wir so nicht, weil wir der Überzeugung sind, dass Stadträte selbstverständlich die Möglichkeit haben, den Oberbürgermeister aufzufordern, Appelle an verschiedene Ebenen zu machen. Dies ist auch in diesem Stadtrat immer sehr üblich geworden, doch komischerweise scheint dies bei der Linken oder beim Thema Asyl allgemein nicht möglich zu sein. Geht es um A14 oder sowas, wenn die CDU das macht, geht es. Geht es um Lehrerinnen, Lehrer, geht es auch. Aber geht es um Flüchtlinge, geht es hier nicht. Das ist ein merkwürdiges Verhalten seitens der Verwaltung in dieser Stellungnahme. Daher würden wir uns freuen, wenn der Stadtrat diesem Antrag zustimmt. Jäger, ja. Dankeschön. Herr Rösler. Rösler für die SPD-Fraktion und den Änderungsantrag des vorgelegten Antrages. Auch für uns ist es natürlich durchaus ein Thema, aber nicht erst nach den aktuellen Ereignissen, ob inwieweit Afghanistan tatsächlich ein sicheres Herkunftsland ist oder auch nicht. Ganz klar ist das natürlich, Afghanistan als sicheres Herkunftsland zu bezeichnen, ist also schon eine sehr schwierige Tatsache im Moment, wo wir es auch befürworten, wenn überprüft wird. Insoweit ist ja tatsächlich sogar Frau Merkel schon vorgedrungen, dass zumindest das Thema auch in der Bundesregierung wieder Einzug gehalten hat. Aber was natürlich aus unserer Sicht nicht geht, wenn wir als Stadtrat über eine Sache entscheiden sollen, die uns eigentlich, sage ich jetzt mal, wo wir im Prinzip keine direkten Einflussmaßnahmen haben und wenn es um einen Antrag geht, der aus meiner Sicht einfach Bundestagswahlkampf ist und ansonsten keinen weiteren Hintergrund hatte zu der Zeit, als er gestellt wurde. Deswegen haben wir mit der Aktion Links für Magdeburg den Antrag ganz kurz gehalten und appellieren jetzt oder bitten jetzt, oder der Magdeburger Stadtrat appelliert an die Bundesregierung, die Einstufung als Afghanistan als sicheres Herkunftsland zu überprüfen.
Und das ist auch das, was wir machen können. Was wir nicht machen können, um das mal klar zu sagen, zum Beispiel unsere eigene Verwaltung vorzuschreiben, wie sie irgendwelche Gesetze auszulegen hat und vielleicht damit auch noch zu suggerieren, dass unsere Verwaltung bisher nicht vernünftig gearbeitet hat. Genau das wollen wir nicht, weil ich glaube, dass gerade in diesem Bereich eine sehr gute Arbeit geleistet wird. Und deswegen dieser ganz kurze ersetzende Antrag und wir bitten da um Zustimmung. Dankeschön. Frau Kölne für den Ausschuss. Keune für den Gesundheitsausschuss. Wir haben den Antrag im Gesundheitsausschuss beraten und das Votum ist diesbezüglich zustande gekommen, weil die Stadt Magdeburg nicht dafür zuständig ist. Wir haben im Ausschuss nochmal darauf hingewiesen, bei der Fraktion der Linken, das zu ändern. Es gibt in anderen Städten wurde eine Resolution oder ein Appell verfasst diesbezüglich. Darauf haben wir hingewiesen und ich unterstütze den Änderungsantrag der SPD, um den Appell zu zeigen, denn wir wissen, wie die Lage in Afghanistan ist. Sie ist nicht sicher. Das beweisen die letzten Wochen gerade in die Anschläge beweisen das gerade in Afghanistan und da kann ich zurzeit nicht hin abschieben. Und von daher bitte ich die Stadtratskollegen, dem Änderungsantrag zuzustimmen. Dankeschön, Frau Kölner. Herr Schwenke. Schwenke, Fraktion CDU, FDP, Bund für Magdeburg. Der Antrag ist wieder Musterbeispiel dafür, dass wir immer darauf aufpassen müssen, besser sagt der Vorstand, welche Anträge wir auf die Tagesordnung nehmen. Wir sind für diesen Vorgang schlicht und ergreifend nicht zuständig. Der hätte vom Anfang an aus meiner Sicht, aus unserer Sicht gar nicht auf die Tagesordnung gehört. Und da das, wir haben ein deutsches Rechtssystem, da sind die Zuständigkeiten geregelt. Land, Bund sind an der Stelle die Ansprechpartner. Wir werden uns deshalb an der Sachdiskussion hier nicht beteiligen. Wir werden beiden, auch den gut gemeinten der SPD, werden wir nicht zustimmen. Stimmen, weil wir einfach aus Zuständigkeitsgründen uns mit diesem Thema hier nicht für befassbar sehen. Danke. Ja. Herr Schwenke, wenn Sie sich daran erinnern, wir haben darauf hingewiesen, dass dieser Antrag nicht in unsere Zuständigkeit fällt. Und auch der Oberbürgermeister hat es gesagt. Aber wie gesagt, der Antragsteller hat darauf bestanden. Ja. Herr Wendenkampf. Jetzt sind wir in einer richtig schönen Diskussion. Herr Wendenkampf, er hatte sich vorher gemeldet. Na, dann bitte. Ja. Nein, er kann, ich habe Zeit. Ich habe Zeit, wo er macht. Nein, nein, Herr Wendenkampf, meine Damen und Herren, ich bitte doch ein bisschen wieder die Reihenfolge einzuhalten. Und wenn ich sage Herr Wendenkampf, meine ich nicht Herrn Westphal. Wenn Sie Herrn Westphal gesagt haben, dann meinen Sie Herrn Wendenkampf. Nee. Herr Wendenkampf, bitte. Also ich will jetzt nicht Anlass zu Streitigkeiten sein. Ja, du mische dich nicht ein. Ja? Also ich habe mich deswegen gemeldet, weil ich ein wenig über die Diskussion irritiert bin, weil da gibt es einen Antrag der Linken, daraus geht hervor, der Stadtrat appelliert an die Landesregierung. Dann gibt es einen Änderungsantrag, ich kann es noch mal vorlesen mit 3 Punkten. Und dann gibt es einen Änderungsantrag der SPD, die fordert, der Stadtrat möge appelliert an die Bundesregierung. Ich finde beides cool. So, deswegen würde ich an beide appellieren, die zusammenzufassen und dann zu bitten, dass der Stadtrat sowohl an die Landesregierung als auch an die Bundesregierung appelliert. Und dann haben wir der Sache, und jetzt, um jetzt wieder ernst zu werden, das ist nämlich ein ernstes Thema, haben wir der Sache Genüge getan und appellieren kann uns, das unterstelle ich mal, niemand verwehren. Ich kenne auch kein Gesetz, das verbietet, dass der Stadtrat an die Landesregierung beziehungsweise an die Bundesregierung appelliert. Ich würde Sie herzlich darum bitten, das zu tun. Und die anderen beiden Punkte, die in dem linken Antrag stehen, da heißt nicht, dass sorgfältiger als bisher geprüft werden sollte. Das ist ein Missverständnis. Das, was ich daraus gelesen habe, ist, dass sorgfältig geprüft wird. Das finde ich allerdings auch, dass im Einzelfall bei afghanischen Flüchtlingen sorgfältig geprüft wird. Finde ich auch nicht so dramatisch. Wieso sagt denn das? Ich kenne das Ausländeramt aus meiner eigenen Tätigkeit im Zusammenhang mit meinem Mündel ganz gut. Die prüfen das sorgfältig. Aber reinzuschreiben, dass sie sorgfältig prüfen, ja, aber es schadet auch nicht. Deswegen verstehe ich den ganzen Streit nicht und würde appellieren, an beide Fraktionen ihre Anträge zusammenzufassen und dann können wir den abstimmen. Aber es ist nur ein Appell, muss natürlich nicht gemacht werden. Herr Westphal, bitte. Passt doch ganz gut dazu. Er hat es doch schon im Grunde genommen gesagt. Meine Frage ist, Herr Oberbürgermeister, hat unsere Verwaltung schon mal Asylbewerber abgeschoben? Natürlich. Und da haben wir keinerlei Einfluss drauf als Hauptorgan der kommunalen Selbstverwaltung? Ja, da könnt ihr da jammern.
Aber dann müsst ihr mal beantragen, diesen Begriff Hauptorgan rauszuschreiben, auszustreichen aus der Satzung. Dann sind wir halt eben nur irgendein Organ. Ich meine, als Hauptorgan haben wir Verantwortung wahrzunehmen. Und das ist hier eine Frage von mir, ob dies von unserer Verwaltung bereits durchgeführt worden ist. Und dann will ich wissen, wenn Sie sagen, ja, dann will ich wissen, und auf welcher gesetzlichen Grundlage dürfen wir dazu keine Meinung äußern als Hauptorgan? Ja, das sage ich Ihnen gleich. Herr Oberbürgermeister? Also wir haben ja seit, muss ich mal rechnen, seit 27 Jahren deutsches Recht, auch in Magdeburg. Und da gibt es für Kommunalparlamente oder kommunale Stadträte zwei Rechtskreise. Das ist die kommunale Selbstverwaltung, das eigene Recht, in dem ich Entscheidungen treffen kann, was die Stadt zu tun und zu lassen hat. Die sind per Gesetz, meistens ein Kommunalgesetz, den Kommunen zugeordnet. Und dann gibt es den übertragenen Wirkung, das sind staatliche Behörden. Wir haben bei uns staatliche Behörden, die Ausländerbehörde, das Ordnungsamt, das Bauordnungsamt. Da hat der Stadtrat nichts, aber auch gar nichts zu sagen, was die Behörden machen. Gar nichts zu sagen. Die unterstehen lediglich mir und niemandem vom Stadtrat. Er hat da nichts zu sagen, was Bauordnungsamt macht und Ordnungsamt macht. Das sind reine Staatsbehörden. Und die werden vom Stadtrat, dem Einfluss des Stadtrates entzogen. Da können Sie an mich appellieren, da können wir eine Bitte äußern, aber das ist auch alles. Das ist auch alles. Das können Sie machen. Aber Sie können keine Entscheidung treffen, wen wir als Ausländerbehörde abschieben oder nicht abschieben. Das machen wir zu dem Fall Abschiebung auf der Basis der Entscheidung des BAMF. Die entscheiden nämlich, ob jemand bewilligt wird oder nicht bewilligt wird. Und dann kriegen wir als Ausländerbehörde ein Schreiben, der ist abgelehnt worden und dann teilen wir das dem mit, was ja alles viel komplizierter ist, als es in Wirklichkeit sein müsste, weil wir das ja eigentlich gar nicht machen wollen. Wie ich heute früh schon mal gesagt habe, es wäre eigentlich Sache des Landes, das zu machen. Teilen wir mit, dein Antrag ist abgelehnt, bitte reiß in 4 Wochen aus. Dann macht das in der Regel nicht. Und dann kommt erst Abschiebung. Normalerweise kriegt man die Aussage, das Antrag ist abgelehnt, fahr bitte nach Hause. Die Leute machen das aber nicht in den meisten Fällen. Und dann kommt eine angeordnete Abschiebung zu einem bestimmten Termin, den wird auch wieder gemeinsam abgestimmt, der Termin der Reise und so weiter, und dann geht man in das Land zurück. Und Afghanistan, um es mal deutlich zu sagen, ist ein Land, in dem die Bundeswehr, die Amerikaner und viele seit 16 Jahren für Schutz sorgen. Da sind deutsche Soldaten, andere Soldaten auch, und jetzt behauptet man, das Land ist völlig unsicher. Was machen die denn eigentlich 16 Jahre lang in dem Land, wenn das alles unsicher ist, jede Region dort? Das frage ich mich wirklich, was das soll. Und was ist denn mit den Menschen, die da jetzt wohnen und leben? Hier bei uns sind in der Regel die jungen Männer. Und deren Frauen und Kinder sind in Afghanistan. Die dürfen da leben und dürfen sich den Bomben aussetzen und hier, die hier bleiben, die können hier bleiben. Das kann doch nicht sein, dass man so argumentiert. Das passt doch nicht zusammen. Ja, nachholen, alle Afghanistan, natürlich. Das ist doch irre, so eine Meinung zu vertreten. Das ist doch irre, eine Meinung zu vertreten. Das geht doch so nicht. Und da hat die Bundesregierung ein Recht zu sagen, wie man mit Abschiebung umgeht. Und das legen die fest. Und wir vollziehen es als Staatsbehörde in dem Rahmen, den wir haben. Und natürlich ist jede Person eine Einzelfallprüfung. Kann ja sein, der ist gerade krank oder die Frau ist krank. Das prüfen wir aus einer Behörde, in jedem einzelnen Fall. Sagen wir auch mal nein an der Stelle, okay, wird geduldet, wird ausgesetzt und so weiter und so weiter. Das entscheidet aber die Ausländerbehörde ganz allein, ohne Stadtrat zu tun. Das bleibt auch so, egal was Sie heute beschließen. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Herr Theile? Ich lehne alles ab. Genau aus diesem Grund, den Sie eben genannt haben, Herr Oberbürgermeister, ist der Änderungsantrag, den wir gemeinsam mit der SPD-Fraktion gestellt haben, so formuliert und nicht anders. Nämlich an diejenigen, die auch Entscheidungen an dieser Stelle treffen. Sie sind als Verwaltung beauftragt, die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland bei uns umzusetzen. Dazu hat Herr Platz in seiner Stellungnahme eine klare Antwort gegeben. Das kann man so nachvollziehen. Das kann man gut oder das kann man auch schlecht finden, aber Sie haben sie nachzuvollziehen. Wir finden es nicht besonders gut als linke Fraktion, als Fraktion Links für Magdeburg, was im Moment in Afghanistan passiert. Wir finden, da muss überprüft werden, und zwar von denen, die dazu in der Lage sind, auch die Situation konkret zu beurteilen. Was wir lesen oder was wir wissen, das wissen wir aus den Medien, größtenteils jedenfalls, abgesehen von Bundestagsabgeordneten, die hier sitzen, die vielleicht andere Informationen dazu haben. Wir möchten aber, dass die Situation überprüft wird. Und deshalb haben wir genau diesen Antrag gestellt, an die Stelle, wo sie überprüft werden kann. Und deshalb bitten wir den Stadtrat, und da sind wir nicht weit weg, denke ich mal, von den Intentionen der Fraktion Die Linke, dass hier an dieser Stelle nochmal genauestens nachgeguckt wird, ob das, was wir tun und was wir lassen als Bundesrepublik Deutschland im Moment, ob das richtig ist. Und das beinhaltet unser Antrag, unser Änderungsantrag. Dankeschön, meine Damen und Herren. Weitere Wortmeldungen habe ich nicht.
Dann stimmen wir zuerst über den Änderungsantrag der SPD und Links von Magdeburg ab. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Mehrheitlich dem so zugestimmt. Einige Gegenstimmen und einige Enthaltungen. Dann jetzt der geänderte Antrag. Wer? Ersetzt den Antrag. Ja, ja. Nee, der ersetzt den. Ist okay. Nein, er ersetzt den. Steht drinnen. Ja. Gut. Danke. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7.3. Ehrung von Marschall Josef Pilsudski. Das ist der Antrag 0093-17. Hier steht ein Geschäftsordnungsantrag oder liegt ein Geschäftsordnungsantrag vor. In die AG Straßennamen, Ausschuss für STBV und WTR und Kulturausschuss. Wer ist WTR? Und Geschäftsordnungsantrag? Herr Hausmann? Ja. Hausmann, SPD-Fraktion. Wir sprechen uns gegen die Überweisung aus und wollen heute eine sofortige Abstimmung, wobei ich hier gleich jetzt noch ein Plädoyer dagegen aussprechen kann. Oder ist das jetzt erstmal Geschäftsordnung? Nein, erst danach. Danach, gut. Aber wir wollen heute sofort die Abstimmung, keine Überweisung. Mhm. Zum Geschäftsordnungsantrag? Dann stimmen wir jetzt über den Geschäftsordnungsantrag ab. Wer ist auch gegen die Überweisung? Gegen die Überweisung. Gegen. Er hat gesagt, er ist gegen die Überweisung. Wir müssen jetzt die Überweisung anschauen. Gut. Ja. Ja. Wer möchte für die Überweisung stimmen? 2, 4, 6, 10, 12, 15, 18. Ja. Danke, wer ist dagegen? Ja, reichlich. Weniger. Danke. Wer enthält sich? Einige Enthaltungen, aber mehrheitlich sind die Stadträte für die Überweisung in die entsprechenden Ausschüsse. Ja, ist das so? Wie viel ist denn das? Denn bist du möchtest du die Auszählung nochmal haben? Nein, ja, aber das ist ziemlich knapp. Also. Ja, knapp ist auch Mehrheit. Ja, aber das genaue Ergebnis will ich haben. Sprichst du dagegen? Möchtest du eine Auszählung? Ohne mehrheitlich. 7.4, Feuerwehrkampagne, Antrag 0094-17. Hier liegt auch ein Änderungsantrag vor. Der Geschäftsantrag möchte die Überweisung in den KRB. Wer hier zustimmen kann? Das nehmen wir auch mit auf. Nehmen wir mit auf in den FG. Ja. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig? Das ist aber richtig, Spiegel, das ist logisch. Ja. Ich würde jetzt mal. 7.5, Witterungsschutz, Haltestelle Poststraße, Antrag 0096-17, Geschäftsordnungsantrag in den STBV. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig? 7.6, Entwicklung Innenstadthandel, Antrag 0097-17, Geschäftsantrag in den STBV und in den WTR. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Kartenzeichen.
sonst den Mist überweisen. WDR ist gut. Ja, danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Enthaltung, einige Enthaltungen. Einstimmig, aber für den Geschäftsordnungsantrag. 7.7. Erlass der Grundschuld für das Familienhaus Magdeburg G GmbH, Antrag 0062/17. Das ist ein Prüfauftrag. Antrag, Entschuldigung. Das ist das, wo die Überweisung im Prüfauftrag in Überweisung beantragt wird. Das ist eigentlich nicht üblich. Also es ist nicht üblich, hier wurde ein Geschäftsordnungsantrag gestellt auf Überweisung dieses Antrags in den WTR. Weil Prüfantrag bedeutet ja prüfen. Ja, also möchte ich hier der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen darauf hinweisen, dass, ja, das haben wir so bekommen. Gut, dann lassen wir den prüfen. Dann lassen wir den prüfen. Wenn wir die gestellt haben, ziehen wir den zurück. Na gut. Den Prüfauftrag, gut, kommt als Information. Ja. Wer dem so zustimmen kann, Prüfantrag, den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Warum? Enthaltungen? Sechs Gegenstimmen. Einige Enthaltungen, sechs einige Stimmen Gegenstimmen, mehrheitlich aber zugestimmt. Warum nicht prüfen? Ja, Prüfantrag. Ich meine Fraktion, das fand ich 7.8. Aufwertung Freiwilligenpass, Antrag 0092/17. Das ist auch ein Prüfantrag. Wer zustimmen kann, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einige Enthaltungen, aber einstimmig. 7.9. Innovationspreis, Antrag 0095/17. Hier ist um sofortige Abstimmung gebeten. Herr Kutschmann, möchten Sie noch was zum Antrag sagen? Ich wollte noch mal einbringen oder etwas begründet sagen. Der Antrag ist ja als Prüfauftrag und Informationen dann zurückgekommen, ist da schon beraten worden. Es ist da die Information ausgeteilt worden, wir haben sie lesen können. Und Anlass vielleicht für diesen Antrag, das würde ich begründen nochmal, ist, dass Sachsen-Anhalt sehr einen schlechten Platz einnimmt bei der Gründung von den sogenannten neuen Start-up-Unternehmen. Jetzt gibt es hier auch eine Veröffentlichung, Flaute bei Gründerboom. Also wir können eigentlich nicht genug tun, um hier in Magdeburg, und darum geht es mir besonders in Magdeburg, Arbeitsplätze zu schaffen. Und dazu soll unter anderem dieser Gründerpreis beitragen. Es muss nicht gerade Steve Jobs sein oder ein anderes großes Weltunternehmen, aber wer sagt nicht, dass wir hier eine Garage haben, wo ein Weltunternehmen entsteht. Deshalb, ja, eben viele hier stehende Garagen. Deshalb, und es muss auch ein bisschen was dranhängen, und deshalb diese relativ hohe Summe. Ich bitte Sie alle, dem Antrag zuzustimmen und das gleich zu machen. Mhm. Dankeschön. Wer kann zustimmen, den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Danke. Wer enthält sich? Eine Enthaltung, eine Gegenstimme, aber mehrheitlich beschlossen. 7.10. Erhöhung der Kapazität des in Kooperation mit dem Stadtsportbund e.V. ausgerichteten Feriensportprojekts, Antrag 0100/17. Also das ist wieder ein Prüfantrag, und die Fraktion Linke Future hat hier wieder einen Geschäftsordnungsantrag gestellt in den Juli. Das geht nicht. Erst ja, erstmal prüfen und dann kann man. Wer diesem Prüfantrag hier zustimmen kann, den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig? Was? Nee, ich bin schon. Immer ich. 7.11. Quartiersvereinbarung Neue Neustadt, Antrag 0101/17. Das ist ein Prüfantrag. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig. 7.12. Bekämpfung des Algenbefalls des Badegewässers Barlibersee 1, Antrag 0098/17.
Hier liegt ein Geschäftsordnungsantrag vor, und zwar Überweisung in den UBA und in den BSS und in den GESO. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Kartenzeichen. Was soll denn das da? Ist auch ein Gemäß, das auch nicht gefährlich ist. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Eine Enthaltung. Einstimmig beschlossen. 713. Sanierung der Schönebecker Straße innerhalb der Maßnahme Sanierungsgebiet Buckau, Antrag 0099/17. Geschäftsordnungsantrag Umwelt und Energie. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das. Ja, das ist ein Geschäftsordnungsantrag von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das hatten wir vorhin schon mal. Sie sind in der Zeile verrutscht, den hatten wir nicht gestellt. Den hatten wir. Das müsste ich wissen, also, ehrlich. Wir haben keine Überweisung beantragt, aber den Antrag davor, da waren wir tatsächlich in Uwe. Den hatten. Also hier diesen nicht. Hier nicht. Nein. Gut, also hier nicht. Gibt es keinen Geschäftsordnungsantrag? Dann gibt es keinen Geschäftsordnungsantrag. Dann kann hier drüber abgestimmt werden. Wer zustimmt, Gartenpartei möchte etwas zum Antrag sagen. Bitte schön. Zander Machtwoer Gartenpartei. Das ist ja ein Antrag von Herrn Godayan. Und ich sollte ganz eindeutig nochmal darauf hinweisen, hier geht es eigentlich nur darum, dass ja die Bewohner und Bürger in Buckau eine Ausgleichszahlung bezahlen werden jetzt für das Sanierungsgebiet. Und wenn die Straße erst später ausgebaut wird, müssen die Bürger nochmal die Straßenausbaukosten nochmal bezahlen. Also werden alle Eigentümer in Buckau doppelt zur Kasse gebeten, und das wollen wir leider nicht. Danke. Weitere Wortmeldung? Doch, Herr Westphal? Ich muss einfach mal fragen, welche Schönebecker Straße ist eigentlich gemeint? Die ist ja ganz lang. Ach ja? Buckau kenne ich zwei Schönebecker Straßen, die nebeneinander liegen. Die eine läuft so durch den Innenstadtbereich und die andere ist die große Kurve drumherum. Ist meiner Ansicht nach beides Schönebecker Straße, oder irre ich mich in irgendeiner Form? Und dahinter geht die Schönebecker Straße weiter in Richtung Westerhüsen und so weiter. Aber welcher Teil Schönebecker Straße ist denn mit dem Antrag gemeint? Also, das, wo auch immer mal im Sommer ein schönes Straßenfest stattfindet und Silvester eine schöne Feier. Oder, ja. Mhm. Sind sie beide nicht im Sanierungsgebiet? Mhm. Nee? So, meine Damen und Herren, vielleicht kann Herr Dr. Scheidemann hier zur Klärung beitragen. Herr Zander, ich würde Sie bitten, das als Prüfauftrag umzuformulieren. Es ist tatsächlich so, nach Abschluss einer Sanierungsmaßnahme wird der Ausgleichsbetrag erhoben für Straßenausbaumaßnahmen, die während dieser Durchlaufzeit nicht durchgeführt worden sind, fallen danach wieder Straßenausbaubeiträge an. Das hatten wir im Bauausschuss auch so gesprochen. Da einmal hier in Rede steht, welcher Abschnitt, das hängt auch noch mit anderen Dingen zusammen. Wenn wir da tatsächlich was machen würden, haben wir ja auch wahrscheinlich Planfeststellungsverfahren, Straßenbahntrassen und so weiter. Das ist ein bisschen komplexer. Wenn Sie es im Prüfauftrag umformulieren, gehen wir dem Ganzen gerne nach und liefern Ihnen eine Antwort. Ist das in Ordnung, Prüfauftrag? Gut, also Prüfauftrag. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke, wer ist dagegen? Danke, wer enthält sich? Einige Enthaltungen, drei dafür, mehrheitlich aber abgelehnt. Es kommen jetzt die Anfragen und Anregungen an die Verwaltung. Da bin kann ich gar nicht gehen. Meine Damen und Herren, es wurde gesagt, dass sich alle etwas, alle, dass sich etwas disziplinieren. Anfrage 1. Wer möchte? Herr Kräuter. Ich habe Sie auch ganz leise gemeldet. Was läuft jetzt?
Kräuter ist Bürgermeister Rainer Kallenberge. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, bevor die Nichtöffentlichkeit hergestellt wird, mich zu bedanken bei dem Rat für die geleistete Arbeit. Wir haben ja lange Zeit im Tal der Ahnungslosen gelebt. Das heißt, handymäßig waren wir kaum zu erreichen. Die Verwaltung hat unbürokratisch schnell geholfen, sodass jetzt damit angefangen ist, wurde. Der Grundpfeiler steht schon auf dem Acker und wir hoffen, dass in den nächsten Monaten dann der Handyempfang für Rainer Kallenberge gesichert ist. Danke nochmal an die Verwaltung. Dankeschön, Herr Kräuter. So, zu den Anfragen. Die Fraktion CDU, FDP, BFM. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, es gibt ja Berichte über invasive Pflanzenarten, aber bisher nicht über invasive Tierarten, die eine große Rolle spielen und im ökologischen Gleichgewicht in Deutschland. Es ist die 130, stimmt's, Herr Dr. Kutschmann? Entschuldigung, hätte ich sagen, F-130-17, ja. Mhm. Also nochmal zu den invasiven Tierarten, die eine große Rolle spielen bei der Störung des ökologischen Gleichgewichtes. Deshalb frage ich an, sind im Territorium der Landeshauptstadt Magdeburg immer diese Tierarten festgestellt worden? Dabei handelt es sich zum Beispiel um Nerze, um Nutrias, um Marderhunde. Marder zum Beispiel. Nein, Marder sind heimisch. Zweitens, welche Tierarten sind festgestellt worden und wie ist die geschätzte Zahl und die Artenfeststellung? Drittens, was wird getan, um die Population dieser Tierarten zu vermindern? Und viertens, das ist zwar keine invasive Tierart, gibt es in der Stadt Magdeburg Hinweise, dass Wölfe festgestellt worden sind? Wenn Sie kurz antworten könnten, Herr Platz vielleicht, weiß ich ja nicht, ansonsten reicht mir schriftlich dann aus. Herr Platz, bitte. Herr Stadtrat Kutschmann, ich bitte um Verständnis. Das Thema ist sehr komplex, das haben Sie schon angesprochen. Ich möchte gerne schriftlich antworten. Danke. Gut, danke schön. Die SPD-Fraktion? Ja. Welcher? Ich habe die Anfrage F140 aus 17. Da geht es um die Errichtung der Querungshilfe Salbker Chaussee, Höhe Werner von Siemensring. Da hatten wir im Juni 2015 eine gemeinsame Vorortbegehung und da wurde auch damals zugesagt, dass da Möglichkeiten geprüft werden, dass da eine Querungshilfe hinkommt. Dann wurden wir auf Dezember verwiesen und dann gab es nochmal eine Verschiebung Ende April. Und da das April ja auch schon vorbei ist, wollen wir jetzt einfach mal fragen, welche Gründe liegen vor für diese weitere Verzögerung und wann wird die zugesagte Querungshilfe im Bereich Salbker Chaussee Höhe Werner von Siemensring errichtet? Bitte kurz mündlich und schriftlich. Ausgeschrieben haben wir. Ergebnis liegt auch vor. Wir wollten beginnen, Herr Hausmann, dann kam die Bitte der MVB, dass wir die Maßnahme in die Sommerpause der Ferien verschieben, weil von der Maßnahme betroffen ist auch der Schülerverkehr an der gegenüberliegenden Haltestelle. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das in den Sommerferien machen. Ausgeschrieben ist, Baubeginn steht fest, mit Beginn Sommerferien. Aber da kommen tatsächlich dann, für die Querungshilfe eigentlich genutzt werden soll, nämlich die Schüler, die behindern wir im Augenblick mit der Baumaßnahme an der Haltestelle. Die liegt unmittelbar in der Nähe. Und da haben wir gesagt, okay, dann schieben wir die Baumaßnahmen noch so lange, bis die Schülerverkehre abgewickelt sind. Das ist der Grund. Gut, Dankeschön. Mhm. Dankeschön. Fraktion Die Linke Future. Dankeschön. Das ist sehr nett. Fraktion Die Linke. Ach so, das war nochmal. Die Grünen kommen erst dran. Die Grünen von Mandel. Nö. Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, bitte. Dankeschön. Fraktion Links von Magdeburg. Links von Magdeburg. Links für Magdeburg. Das ist Links von Magdeburg. Ja, stellvertretend. Hallo. Es ist auch wieder dringend, wenn wir durch das Wohngebiet gehen, schlägt uns entgegen. Achso, das ist die F137 aus 17, das durch das Wohngebiet Hopfengarten geht. Ja, es ist ein bisschen. Wenn es um den Hopfenplatz geht, ist es natürlich jetzt die, dass wir eine Mitteilung bekommen haben von der Sparkasse, dass die Sparkasse dann auch geschlossen wird. Einwohnerfeindlich schlägt uns entgegen, wird uns gesagt, und die Bevölkerung ist ziemlich betroffen.
Wir haben die Gaststätte vom Hopfenplatz ist weg, die Kaufhalle ist weg, die Grünanlage ist schon lange pflegebedürftig und jetzt kommt auch noch die Sparkasse weg. Die Frage steht, wie lange ist die Arztpraxis noch da, wenn ringsum alles geschlossen wird? Die Sparkasse war im Prinzip die letzte Bastion, dass die Hoffnung auf dem Hopfenplatz, dass sich da noch etwas entwickeln wird, ist nun auch entsprechend nicht mehr da. Nun bleibt eigentlich nur noch die Hoffnung, dass die Stadt, Sparkasse und die anderen Institutionen gemeinsam eine Lösung finden für den Hopfenplatz, der ja bisher immer so das Zentrum im Hopfenplatz war und im Hopfengarten war und das ist im Prinzip der Bevölkerung genommen. Darum frage ich an, gibt es da eine Lösung, ist da was angedacht? Möchte der Oberbürgermeister darauf antworten? Ja, soweit ich das öffentlich machen kann, aber wir haben ja in der Zeitung gelesen, dass die Sparkasse die Entscheidung getroffen hat, mit einem Votum des Verwaltungsrates, was auch stimmt, da sind ja einige, die sitzen, waren dabei gewesen. Da gibt es zu dem Punkt nochmal einen Prüfauftrag, aber klar ist eins, die Geschäftsstelle als eine mit Personen besetzte wird geschlossen werden, das ist definitiv so. Ob da eine Filiale bleibt mit Automaten, das wird noch geprüft und entschieden, aber das hört sich immer gut an als einwohnerfeindlich. Ich will mal jetzt was Provokantes sagen. Also das Verhalten der Sparkassenkunden ist sparkassenfeindlich, weil die alles mit über Internet machen und damit die Mitarbeiter nichts mehr zu tun haben in den Geschäftsstellen. Das ist ja das Problem dabei. Wir machen das ja nicht sozusagen aus doofen Dunst, weil man sagt, man braucht das alles gar nicht mehr, aber die Nutzungsgrade der entsprechenden Geschäftsstellen geht eben deutlich runter. Und das andere Problem kennen Sie auch alle. Da habe ich heute in einer Zeitung gelesen, damit man die Dimensionen mal versteht, worum es eigentlich geht. Durch die Zinspolitik Europas, der Europäischen Zentralbank, haben die deutschen Bürger mit ihren Spareinlagen in den letzten Jahren 200 Milliarden verloren. 200 Milliarden verloren. Das ist die Konsequenz bei den Banken jetzt. Wenn ich keine Zinsen mehr kriege, die Leute für ihr Geld nichts kriegen, können die Banken auch keine Zinsen auszahlen und haben keine Geschäftsgrundlage mehr. Diese politische Festlegung, dass wir keine Zinsen in Europa mehr haben, führt dazu, dass Banken reihenweise in den nächsten Jahren entweder Filialen schließen oder ganz zumachen werden. Das ist einfach so. Und die Konsequenz ist, dass das alles, was da sozusagen an Geld gespart wird für Zinszahlungen, für Staatsschulden, eben der Bürger trägt mit seinem eigenen Vermögen, was nichts mehr erbringt und was sozusagen über die Inflationsrate immer weniger wird. Und die Rentenkassen und alle Kassen, so Versicherungskassen, werden auch immer weniger. Man kriegt jedes Jahr einen Bescheid von seiner Versicherung, dass die Verlebensversicherung jedes Jahr weniger wert ist. Das ist alles die sozusagen das Resultat dieser europäischen Zinspolitik. Und darin leiden auch die Sparkassen in dramatischer Art und Weise. Und dann können die gar nicht anders entscheiden, als so zu entscheiden. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Fraktion CDU, FDP schriftlich, Dankeschön. Die SPD-Fraktion, Dankeschön. Und Fraktion Links für Magdeburg? Schriftlich? Gut, Dankeschön. Die anderen schriftlich. Das war jetzt ein Scherz. Die Informationen, meine Damen und Herren, im öffentlichen Teil haben Sie zur Kenntnis genommen. Nur schriftlich. Nein. Nein. Natürlich, jeder hat Herr Westphal, wir sind hier nicht in der Hölle, also sprechen Sie nicht vom Teufel. Ich stelle jetzt die Nichtöffentlichkeit her und Herr Kanel kann einen Satz sagen. Bitte schön. Ein Satz. Also bei den Informationsvorlagen sind 9 Radwegverbindungen, die mit dem Land ausgehandelt sind, erwähnt. Das ist sehr. Semikolon kommt jetzt. Das ist sehr positiv, weil das Fördermaßnahmen sind des Landes. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Infovorlage, die ich sehr begrüße, auch im Stadtentwicklungsausschuss gewesen wäre. Sie ist nur hier reingekommen, das verstehe ich nicht ganz. Aber wir würden gerne wissen, welche 2 Maßnahmen, die da erwähnt sind, keine Förderung bekommen haben. Das vielleicht im Stadtentwicklungsausschuss im August. Danke. Dankeschön. Die Nichtöffentlichkeit hergestellt?